Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Willst du moderieren? Das geht doch wieder schief. Ja, und dann, das kennen die Leute doch schon, oder? Stimmt auch wieder. Ich wäre mal wieder dran, wa? Ja, denke auch. Oder warst du nicht beim letzten Mal? Ich weiß gerade gar nicht. Das ist immer so lange her. Ja, weil wir ja nie dann senden, wenn wir es aufnehmen, sondern immer so auf Halde legen und dann so peu rausschicken. Ja, wobei, das kommt jetzt tatsächlich doch relativ nah zum Aufnahmezeitraum raus. Ändert nichts dran, dass ich nicht mehr weiß, wer bei der letzten Ausstrahlung moderiert hat. Aber ich habe da ganz viel geredet, weil das war ja die DDR-Folge, oder? Ja. Soll ich wieder ganz viel reden? Wenn du möchtest. Ich habe mein, okay. Wo ist denn mein Gameboy? Keine Ahnung. Du hast die Geschichtenwürfel da um die Ecke liegen. Genau, würfel ich in der Zeit. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, dann herzlich willkommen bei Nerd, 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 dem diskordianischen Comic-Nerd-Gedöns-Kram-Zeugs, was immer uns Spaß macht, Podcast. So sieht's aus. So, der hier neben mir sitzt, ist der Steffen. Hallo. Und was ist er hier? Ich wohne hier. Der Nerd. Achso. Was? Ja. Aua. Okay. Genau. Ich bin die Kathi, ich bin was? Hübsch. Okay, lass ich gehen. und wir haben wieder ein paar Sachen geguckt, über die wir heute reden wollen. Genau, wir haben gerade fertig geguckt, weil es sich doch ein bisschen gezogen hat, Cloak & Dagger auf Amazon. Wir haben geguckt Emara, eine fünfteilige Trickserie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch auf Amazon Wuttergäu, keine Cheese für die Liebe, eine Anime-Serie. Genau, das sind unsere Themen heute. Also sehr Fernseh- und Trickfilmlastig, wie es hier immer ist. Ja. Inzwischen, wenn wir beide hier zusammensitzen. Wir machen mal wieder so ein kleines TV-Roundup, ne? Ja, schon das so ist richtig, ja, das ist richtig. Ja. Demnächst wird es noch umfangreicher, weil wir jetzt einen Netflix-Account haben. Richtig. Dann kommen wir gar nicht mehr hinterher, Sachen zu besprechen. Aber keine Angst, die wirklich guten Serien- und Filmbesprechungen gibt es nur bei den KulturpessimistInnen. Da kommen wir niemals dran. Das ist richtig. Ja. Und die besprechen, ja. Die haben letztens auch Alexis Lovesick besprochen, eine sehr schöne Sendung über einen israelischen Film. Den habe ich nicht gehört. Ich komme da immer nicht zu, die sind immer so lang. Ne, ja, die Filmklassiker gehen, also das ist ja die Auskopplung. Ja, stimmt, ja. Die sind auch so lang. Die sind auch so lang. Aber du fährst ja jetzt wieder viel. Ja, nee, ich muss mal gucken, bis ich. Also ich habe ja jetzt wieder einen Job. Ja. Deswegen wir, was auch der Grund ist, warum wir so viel vorproduzieren, ja, weil wir Zeit haben, einfach damit Sachen dann auch fertig sind. Und ja, da habe ich tatsächlich so jeden Tag zweimal eine Stunde Fahrtweg und da höre ich tatsächlich viel, aber ich muss mit dem, was ich aktuell habe, erstmal zu Rande kommen. Und das sind noch über 40 Stunden. Also, um dann neue Formate hinzuzufügen, dauert es noch was. Aber es hatten doch jetzt alle Sommerpause. Das ist so nicht wahr. Also ich glaube, die KulturpessimistInnen haben keine Sommerpause gemacht. Egal. Naja. Wir sind ja auch nicht die KulturpessimistInnen. Hört auf zu podcasten, damit ich mehr hören kann. Hä? So. Cloak & Dagger. Cloak & Dagger, wollen wir einsteigen. Was wusstest du vorher über Cloak & Dagger? Nichts. Nichts. Das ist genau das Problem. Jetzt bei der Serie oder in unserer Beziehung oder überhaupt? Oder wie meinst du das jetzt? Ja, nee, schon für die Serie, weil das sind okay, so, also selbst im Marvel-Universum sind das so, man sagt immer so C-List Superhelden, also nicht so ganz in der obersten Front. Die gibt's schon relativ lange, seit den 80ern. Ich als versierter Comic-Lesender weiß das natürlich, die waren mir durchaus ein Begriff. Aber gerade so in der aktuellen Generation
der SuperheldInnen-Serien und Filme, fand ich es schon mutig, Cloak & Dagger zu einer Serie zu machen, will ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, also ich mochte den Titel gleich gerne. Du hast das vorgeschlagen, gesagt, hier, Serie, Cloak & Dagger. Ich so, klingt gut, was denn das? Und dann hast du mir das kurz erzählt und ich dachte, naja, Superhelden finde ich immer gut. Bin also nicht immer in der Umsetzung gut, aber prinzipiell wo ich gerne mal reingucke. Und ich mochte die Superkräfte, von denen du mir vorher schon kurz erzählt hattest. Dachte so, das ist ja mal interessant. So, mal ein bisschen was anderes. Also, klar gibt es andere Superhelden, Heldinnen, die teleportieren können oder ähnliches. Und es gibt auch andere Leute, die irgendwelche spitzen Gegenstände aus ihrem Körper hervorzaubern können. Aber nichtsdestotrotz ist es was in dem groß aufgestellten, groß beworbenen Marvel-Universum, das aus dem Kino kommt, im Moment nicht so vertreten ist. Gerade wenn man sich so die anderen TV-Serien anguckt, die es so im Superheldenbereich gibt, dann hast du halt gerade bei Marvel, wir befinden uns hier bei Marvel, Leute, die super stark sind, Leute, die gut kämpfen können und Leute, die Detektive sind und Agenten. Das ist so das Marvel-Universum. Vielleicht noch blinde Leute, die durch die Gegend hüpfen können und da irgendwelche Superheldenaktivitäten. Also das Netflix-Marvel-Universum, ganz grob umschrieben. Ja, das beinhaltet so Figuren wie Luke Cage, Jessica Jones, dann Iron Fist und Daredevil, das sind so diese bekannten SuperheldInnen, die so bei Marvel unterwegs sind. Und die haben halt jetzt nicht so Superkräfte, wo ich sagen würde, das sind so die DC-Superhelden. Weißt du, wenn du da so guckst, im DC-Universum hast du halt den Flash, der super schnell rennen kann und dann auch mit Blitzen und alles Mögliche. Du hast Black Lightning, der ja auch bei Netflix läuft tatsächlich, der so Elektrokräfte hat. Da sind die Fernseh-SuperheldInnen bei Netflix oder Marvel schon so ein bisschen greifbarer, hätte ich fast gesagt. Ja. Sondern so, die haben schon dann auch ihre lustigen Original Stories, die so ein bisschen abgespaced sind, aber im Grunde genommen ist das nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist allzu weit von der Realität entfernt. So, ne? Und da fand ich Cloak & Dagger als Abwechslung schon mal ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Als wir die angefangen haben zu gucken, die Serie, hat mir auch der Ton sehr gut gefallen, in dem die erzählt war. Geht wirklich mit Character Building los, sag ich mal, so ein bisschen. Man trifft beide Hauptfiguren, Tandy und Tyrone, als sie Kinder sind, in dem Moment, in dem sie quasi ihre Superkräfte bekommen, ohne dass sie direkt ausbrechen. Und dann gibt's einen Zeitsprung. Aber das wird relativ lange auch erzählt, ne? Sie werden beide so ein bisschen eingeführt in ihr Setting jeweils. Die kennen sich zu Beginn nicht. Und ich weiß nicht, die komplette erste Folge fast bis auf die letzten 10 Minuten vielleicht war, glaube ich, diese Kindheitsszenerie, wo es zu dem großen Crash kommt von Roxxon, eine Firma, von der du mir erzählt hast, dass die sehr bekannt ist im Universum. Ja. Also jetzt, die hat auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die spielt auch im zweiten Amazing Spider-Man eine ziemlich große Rolle. Den ich immer noch nicht gesehen habe. Ja, hat jetzt nicht so viel verpasst. Wobei ich ja zu den 5 Leuten gehöre, die den zweiten Amazing Spider-Man besser finden als den ersten. Nun ja. Würde den halt gerne der Vollständigkeit halber irgendwann sehen, aber auch, ja. Kriegen wir hin. Genau. Und dann treffen sie als Jugendliche wieder aufeinander in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen. Tyrone ist gut etabliert in seiner Highschool, eher so eine kirchliche Schule, hat man den Eindruck. Durchaus beliebt im, weiß ich gar nicht, Basketballteam? Basketballteam. Den Eltern geht's gut, die haben ein schönes Haus, die Mutter ist irgendwie irgendwas Wichtiges, kriegt man mit am Anfang nicht so genau, was sie macht eigentlich. Und abgesehen davon, dass sein Bruder gestorben ist, vor 6 Jahren oder so, geht's denen ziemlich gut. Und Tandy wiederum, die lebt mehr oder weniger auf der Straße, also sie hat zwar ein Dach über dem Kopf in Form einer verfallenen Kirche, aber sie hat sich mit ihrer Mutter verkracht. Ihr Vater ist damals gestorben, als sie ihre Superkräfte bekommen hat. Und sie ist ein hübsches Mädchen und ihr Geldverdienst besteht darin, dass sie quasi hübsche Jungs in Clubs abschleppt, denen K.O.-Tropfen in Drinks mischt, wenn sie die mit, also lässt sich von denen mit nach Hause nehmen und dann raubt sie die quasi aus. Ja. So. Und irgendwie begegnen die beiden sich und sie beklaut auch Tyrone und da werden die Kräfte aktiviert, dass sie sich begegnen. Genau. Und ich fand das in den ersten 2, 3 Folgen ganz schön, dass die Serie sehr langsam erzählt. Das ist kritisiert worden auf Twitter, habe ich das von ein paar Leuten gehört, die gesagt haben, meine Fresse, die Serie kommt gar nicht aus dem Quark.
Wo ich gesagt habe, ich finde es eigentlich mal ganz schön, dass man sich erstmal Zeit nimmt für die Figuren und für die Personen, die handelnden Personen, das Universum erstmal in Ruhe aufbaut. Und fand das eine schöne Abwechslung. Also, dass man eben nicht eine Serie hat, die sofort ab der ersten Folge alles explodieren lässt und wo dann die Laserstrahlen und die Außerirdischen durchs Bild fliegen und hast du nicht gesehen. So. Aber die Serie kommt halt wirklich nicht aus dem Quark. Also, das ist so, eine, das ist so ein Ding, wo ich denke, also, die haben am Anfang langsam angefangen und da hätte man sagen können, okay, so ab Folge 3, 4, vielleicht 5, hätte man mal so ein bisschen auch die Gangrichtung, die Gangschaltung mal so ein bisschen anziehen können, sagen können, hey komm, jetzt drehen wir mal wirklich ein bisschen auf 11 und fangen an, was zu erzählen und es passiert nicht und es kommt nichts. Und es wird immer sehr viel darauf eingegangen, wie die Figuren sich fühlen, wie sie zueinander stehen. Es wird sehr viel Zeit auf Tyrone und Tandys Beziehung, Freundschaft, Superhelden, Kollegialschaft, keine Ahnung, erzählt. Um auch den Unterschied klar zu machen zwischen den beiden. Zu der genauen Thematik, die auch nett gemeint ist, kommen wir vielleicht gleich nochmal. Aber so wirklich, dass die Story wird nicht vorangetrieben, die Figuren tun nichts, die stehen rum, reden miteinander, es wird viel Hintergrundinformationen geliefert, aber dann nicht die richtige. Es ist so, also Cloak & Dagger mit den 10 Folgen, die es dann hinterher war, läuft übrigens bei Amazon, da haben wir am Anfang gesagt, genau. Also eigentlich läuft die bei Hulu in Amerika auf dem Netzwerk und glaube ich zumindest, ist von ABC, glaube ich, produziert. Und Amazon hat sich im Grunde genommen für Deutschland die Ausstrahlungsrechte dann mit besorgt. Und in diesen 10 Folgen meandert es dann irgendwann so Richtung Ende. Und das große Finale verpufft dann auch so ein bisschen so vor sich hin. Ja, also es war am Anfang echt angenehm zu sehen, dass die nicht sofort ihre Kräfte unter Kontrolle haben, sich da ein bisschen reinfuchsen müssen und so. Das fand ich schon okay. So, das gehört dazu, aber das haben sie irgendwann übertrieben und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, diese ganze Serie, wenn man sich jetzt das Leben der Protagonisten als reales Leben vorstellt, in Realzeit, und es ist immer die Kamera dabei, um eine spannende Serie draus zu machen, dann haben sie irgendwie den Schnitt falsch gewählt und die falschen Szenen gewählt. Zu viel von dem, zu wenig von dem anderen. Gefühlt ist es so dieses, ja, wir wollen halt auch zeigen, dass das Teenager sind mit Teenager-Problemen und noch ein bisschen besonderen Problemen aufgrund ihrer Vergangenheit und so. Aber es ist irgendwie zu wenig von dem, was entscheidend ist, gezeigt worden, hatte ich den Eindruck. Also, oder zu lange vor und hinterher noch mit dran geschnitten immer. Also da ist einfach kein Drive in der Geschichte. So, also es ist. Ich würde einen Schritt weiter gehen und sagen, die haben schon die spannenden Szenen gezeigt, aber eben, also wie du schon sagtest, viel zu viel drumherum. Also wenn ich bei deinem Vergleich bleibe, haben sie einfach den Tagesablauf der Leute mitgefilmt. So morgens aufstehen, Musik hören, dann zur Schule gehen, aufs Fahrrad steigen, so dies und das, um für eine Szene eine Stimmung zu etablieren, ist das okay. Aber das sieht man in jeder zweiten Folge. Sie haben quasi das, was in anderen Filmen die Trainingssequenzen sind, die ganze Serie über gezeigt. So ein bisschen. Ja. Also das so wirkt es irgendwie an vielen Stellen. So dieses, und es ist ständig so, dass dann immer noch moralisch irgendwas gelernt werden muss von beiden, emotional irgendwas bewältigt werden muss von beiden, was ja okay ist, was ja für die Figur gut ist. Aber halt auch immer in Szenen, die auch einfach mal nur gut gemachte, gut choreografierte Action-Szenen hätten sein können. Ja. Und das wird einfach, da wird völlig Fahrt rausgenommen, um eben nochmal die Moralkeule einzubauen. Also in dem Moment, wo Action-Szenen dann da sind und wo die Serie wirklich Fahrt aufnimmt, stoppt sie sich auch selber wieder so, die Serie. Also dann ist für 20 Sekunden tatsächlich wieder Action und die kämpfen wieder gegeneinander und dann bleiben die Figuren stehen und unterhalten sich wieder miteinander. Ja. Das ist ganz schlimm. Das ist man hat das Gefühl, jetzt geht's endlich los, jetzt könnte es wieder richtig losgehen und jetzt macht doch mal 5 Minuten was, jagt euch doch nochmal, nimmt mal ein Auto und fahrt durch die Stadt oder hüpft von Dach zu Dach, ihr seid fucking SuperheldInnen. Macht das. So, nee, machen sie nicht. Die labern und labern und labern und labern. Oder powert euch wenigstens mal richtig aus in einem längeren Kampf. Es sind immer so dieses ganz kurze Kämpfe, es wird dreimal schwer geatmet hinterher und dann sind alle wieder fit. Und ich denke so, nee, dann tobt euch mal aus mit euren Kräften. Dann macht mal richtig, bis ihr umfallt und nicht mehr aufsteht. Die Einzige, die das mal machen durfte, war dann die Polizistin, die irgendwie noch mit reinkommt. Aber auch das war ein sehr kurzer Kampf letzten Endes. Ganz zum Schluss hin, wo sie dann in der Bar mit dem bösen Cop konfrontiert wird. Und es ist einfach so ein... Ich bin jetzt kein Fan von Gewaltverherrlichung, das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber
irgendwie ist das so langsam erzählt, weil es ist so ein bisschen, als hätten sie auf Nummer sicher gespielt mit der Serie, dann müsste es auch wirklich, weiß ich nicht, ab 12 freigegeben kriegen oder keine Ahnung was. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass Story da gewesen wäre für 5 Folgen. Und 10 hatten sie zur Verfügung. Mhm. Wo ich denke, also in den 10 Folgen hätten sie eigentlich die Fragen, die jetzt am Ende der Staffel übrig geblieben sind, eigentlich auch noch mit erzählen können, so ein Stück weit. Wir geben ab jetzt mal eine Spoilerwarnung raus. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich Shownotes mit rausgebe, muss ich mal gucken, aber spult mal so weit vor, wenn ihr das Gefühl habt, wir reden nicht mehr über Cloak & Dagger. Wenn ihr es noch sehen wollt, würdest du empfehlen, die Serie zu gucken, bevor wir in den Spoiler-Part gehen? Schwer zu sagen. Also ich habe schon weit bessere Serien gesehen. Ich habe auch schon schlechtere Sachen gesehen. Es wäre jetzt nicht meine erste Empfehlung, wenn mich jemand nach einer guten Serie fragt, glaube ich. Ich finde es wahnsinnig schade, dass Cloak & Dagger das abgekriegt haben. Mhm. Dass man sich gerade bei so C-Listern da nicht nochmal einen Tacken Mühe gegeben hat. Gerade eben, weil das immer schon so ein Yin und Yang Ding gewesen ist mit Cloak & Dagger, eben die hübsche blonde Tandy mit ihren hellen Kräften, mit ihren Lichtschwertern und all das, und dann hast du diesen düsteren Tyrone, diesen riesigen Mantel, ne, der Dunkelheit und auch ein bisschen Gefahr dann auch darstellt, so da hätte man viel mehr mit machen können. Die sind eben auch in Amerika in den Comics zu einer Zeit aufgekommen, wo in den 80ern auch Rassismus und sowas ein ganz großes Thema gewesen ist. Auch noch viel, nicht viel mehr als heute. Ich glaube, heute ist es so ein bisschen auf dem Höhepunkt angekommen, was so dieses Rassismus-Ding. Aber das war in den 80ern auch in den Comics plötzlich eben auch ein Thema. Das macht die Serie zum Teil auch. Da gehen wir ja gleich im Spoiler-Part drauf ein, wie die Serie mit diesem Thema umgeht. Aber also da ist unfassbar viel Potenzial in dieser ersten Staffel verschenkt worden, was man mit diesen Figuren noch hätte erzählen und vielleicht auch besser hätte erzählen können. Ja. Und das ist unfassbar unbefriedigend. Und so für den Comic-Fan, ich habe nie einen Cloak & Dagger Comic gelesen, wo wirklich vorne Cloak & Dagger drauf stand. Die gab es in den späten 80ern, frühen 90ern schon auf Deutsch von Condor. Da gab es, hießen die Mantel und Degen oder Licht und Schatten? Ich glaube, die hießen Licht und Schatten auf Deutsch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich nochmal nachreichen oder vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es entweder bei YouTube in die Kommentare oder schreibt eine Mail oder einen Tweet. Ich meine, die hießen Licht und Schatten auf Deutsch, die Hefte. Was auch gut aussagt, was das Konzept dieses ganzen Dinges ist, aber die ganze Serie ist halt unbefriedigend bis zum Ende hin. Und da, wo ich bei anderen Serien gesagt hätte, okay, ich möchte weitersehen, um die nächsten Antworten zu bekommen. Also die zweite Staffel ist schon angekündigt. Ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, fürs Frühjahr oder sowas. Also ist auf jeden Fall angekündigt. Da wird es weitergehen. So wirklich erpicht darauf sehen muss ich das jetzt nicht. Nee, also es wird auf jeden Fall nicht so eine Serie, wo ich sage, nächste Folge, so wie uns das zum Beispiel mit den DuckTales geht oder sowas. Ja. Das ist vielleicht mal was für einen, weiß ich nicht, verregneten Sonntag. Wir haben alles andere abgegrast oder keinen Bock auf alles andere und wir binge-watchen das mal durch in einem Stück oder sowas. Ja, dafür ist es ein bisschen zu lang. Also 10 Folgen, 40 Minuten. Das guckst du vielleicht nicht an einem Nachmittag. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich sobald die erste Folge der zweiten Staffel raus ist, da sitze und die gucken werde tatsächlich. Also das ganz sicher nicht, sondern wenn dann mal 2, 3 Folgen da sind und ich sage, okay, keine Ahnung, die DVDs, die wir aus der Bücherei geliehen haben, sind alle weggeguckt und was wir sonst noch auf der Watchlist haben, ist weggeguckt. Oder du lebst in einem Utopia. Ja, es ist sehr schön da. Es gibt immer Schokolade und Chips. Willst du auch kommen? Käse haben wir auch. Also aktuell stimmt das. es ist jetzt wirklich nicht so was. Nach den ersten 2, 3 Folgen hätte ich gesagt, ja, super, gucke ich gerne. Aber sie sind halt wirklich nicht aus dem Knick gekommen hinterher. Und das ist echt schade, weil sie da, glaube ich, viel Potenzial verschenkt haben. Die Charaktere haben das Potenzial, hatten das auch nach den 2, 3 Folgen schon. Und nach dem, was du mir über die Figuren erzählt hast, wie sie aus dem Marvel-Universum, aus dem Comic-Universum bekannt sind, hätte ich gedacht, super, da steckt was drin, was du wirklich erzählen kannst. Und das wird super. Vielleicht machen sie das in der zweiten Staffel. Vielleicht passiert das in der zweiten. Aber wir kommen mal jetzt zu dem Spoiler-Part. Einerseits finde ich es schön, dass hier so dieses Schwarz-Weiß-Gefälle, was du in der amerikanischen Gesellschaft hast, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in den Comics ist. Vielleicht ist es da ähnlich. Soweit ich informiert bin, ist es in den Comics nämlich so, dass es 2 Straßenkinder sind, die an irgendeine geheime Organisation geraten, mit denen dann irgendwelche Tests, Experimente gemacht werden, und dadurch bekommen die ihre Kräfte. So, hier hast du eben Tyrone, der mit einer sehr gut angepassten
wohlhabenden Familie in einem kleinen amerikanischen Vorort, also bei New Orleans oder in New Orleans eben wohnt. So gut kenne ich mich da nicht aus. Denen geht's finanziell sehr gut. Mit dem Unterschied, dass Tyrones Bruder eben bei einem, ja, also ich glaube, irgendwie wollten den Autoradio klauen und Tyrone wollte das, wollte seinen Bruder Billy, glaube ich, hieß der, unterstützen, hat dieses Radio dann für ihn geklaut und darüber, da sind sie dann geflüchtet und Billy ist dann erschossen worden und ich weiß nicht, wie das Gewässer da bei New Orleans heißt. Irgendeins wird es schon sein. Ein Meer, ein, ich weiß gar nicht, das glaube ich nicht New Orleans am Meer, ich bin ja, ja, erdkundemäßig derartig. Ja, ja, das ist, müsste, könnte noch der Atlantik sein oder Atlantik oder Pazifik, irgend sowas Großes, ihr wisst schon. Nee, Pazifik ist glaube ich auf der anderen Seite, aber wie gesagt, ich habe von Erdkunde keine Ahnung, fragt mich nicht. Es gibt den pazifischen Nordwesten, das ist Seattle und sowas, das ist die andere Seite, glaube ich. Ich weiß halt, New Orleans, ist das in Florida? Ja, ist unten in, also eher südlich, West, Süd, Südosten, nie, ja, Südosten. Südosten, nein, dann ist es Atlantik. Genau. So, jetzt haben wir uns hier schön zum Affen gemacht und dass wir keine Ahnung von Geografie haben. Und plumpst da auf jeden Fall ins Wasser und ist tot und Tyrone beobachtet das mehr oder weniger, fällt dann eben auch ins Wasser. Er springt hinterher. Springt hinterher, glaube ich, sogar tatsächlich. Und rettet dann Tandy, die gerade mit ihrem Vater da unterwegs gewesen ist. Und die sind mit dem Auto ins Wasser gestürzt. Genau. Der Vater stirbt wohl. Und in dem Moment, wo die beiden sich berühren, steigt so dunkles und helles Licht, tatsächlich so Dunkelheit und Licht so eben auf. Und die beiden bekommen, ganz platt gesagt, das ist so die Origin, der Origin-Moment eben, auch da in diesem Moment eben ihre Kräfte. Und den Eltern von Tyrone geht's also im Grunde genommen eigentlich gut, haben immer nur so eine Schattenübersicht nach dem Motto, ja, der Sohn ist gestorben und Tyrone hat das Ganze halt beobachtet und kein Mensch glaubt ihm. Also bei der Polizei sagt man, ja, wir haben jemanden, der so aussieht, den gibt's hier überhaupt nicht, der ist hier nicht im Dienst gewesen, keine Ahnung. Dann wird das halt behauptet und seine Eltern glauben ihm das nicht und er läuft die ganzen Jahre eben mit diesem Wissen herum, dass sein Bruder erschossen worden ist und eben nicht einfach nur so versehentlich ins Wasser gefallen und dann ertrunken ist. So, und das versucht er eben rauszufinden im Laufe dieser Serie. Tandy hat einen ähnlichen Schaden, hätte ich jetzt fast gesagt, einen ähnlichen Schaden, nämlich mit ihrem Vater. Mutter hat ein Drogen- und Alkoholproblem, ein ziemliches, Tandy selber auch. Und das auf der einen Seite ist halt ein schöner Kontrast, eben, dass es nicht Tandy, die kleine, süße Blonde ist, die im guten Elternhaus groß geworden ist, in dem Fall. Im ersten Moment ist das plakativ, würde ich sagen, das zu tauschen. Man macht damit aber was, denn Tyrone hat trotzdem ein Problem damit. Der wird von den Polizisten trotzdem kontrolliert, ist trotzdem Opfer von Rassismus und so weiter und so fort. Ganz egal, wie gut es ihm geht, ganz egal, ob was für eine guten Schule er ist, so, er hat trotzdem das Problem, dass er halt schwarz ist, so. Ja. So, das ist ein Thema, was in der Serie auch immer wieder angesprochen wird und eine Sache, die ich auch gut finde und auch erzählenswert finde. Die Serie macht aber nichts damit. Nee, es hat noch nicht so richtig irgendwo hingeführt tatsächlich bisher. Außer, dass es irgendwie offenbar total glaubwürdig ist am Ende dann, dass Tyrone ein Kopfkiller ist, bloß weil er schwarz ist. Ja. Egal, aus was für einem guten Viertel er kommt und was für einem schönen Haus er lebt und wie etabliert seine Eltern sind. Ist egal, er ist so trotzdem, sobald einer behauptet, er wäre der potenzielle Mörder dieses Cops, schießen sie quasi auf ihn. Genau. So. Und das halt, also in dem Moment ist das auch mega anstrengend, weil du immer und immer wieder in die Situation kommst, dass du das Gefühl hast, so, die wollen ja gerade wirklich ein Thema aufmachen, die wollen ja auch ein Fass aufmachen, die wollen auch eine Diskussion aufmachen. Und das ist, also es wird ein Statement gemacht, aber mit dem Statement wird nichts mehr gemacht. Also es wird einfach nicht mehr darüber diskutiert, sondern es wird einfach gesagt, Schwarze werden in Amerika rassisch behandelt. Ende. Ja. Und die Serie behandelt dieses Problem nicht, sondern spricht es nur an. Es gibt einen Dialog zwischen Tandy und Tyrone, wo er eben sagt, naja, du bist halt privilegiert und sie versucht ihm um die Ohren zu hauen, wie schlecht es ihr geht und trotzdem, letzten Endes ist sie diejenige, die die Jungs gedankenlos mit nach Hause nehmen und deshalb kann sie die überhaupt ausnehmen. Ja. Niemand würde ihn einfach so bei sich zu Hause reinlassen, wenn er ihn an dem Abend erst kennengelernt hätte. Und das ist das, wo er den Finger drauf hat. Gesagt, das ist halt der Rassismus, den du nicht siehst und das Privileg, das du hast, dass du nicht siehst. Das heißt nicht, dass es dir gut geht und dein Leben hübsch ist, was ja in der Diskussion immer wieder betont wird, generell. Das Privileg halt im Zweifelsfall nicht heißt, dass es allen gut geht und alle mit dem Silberlöffel im Arsch auf die Welt gekommen sind. Aber dass sie eben nicht aufgrund eines äußeren Merkmals, für das sie nichts können, dass sie sich nicht ausgesucht haben etc.,
benachteiligt werden. Das wird aber eben nicht dazu benutzt, um Tyrone zu charakterisieren, sondern es wird dazu benutzt, Tandy zu charakterisieren, die ganze Zeit rüberkommt wie so ein weinerliches kleines Kind. Ja. So, ihr geht's eigentlich gut. Ne? Dieses Exil, was sie da in dieser Kirche hat, ist selbst gewählt. Mhm. Immer wenn es Probleme gibt, rennt sie weg. Ja. Das ist so ein Ding, dieses Teenage-Angst, was in dieser ganzen Serie eben so drin ist. So dieses, Pubertät und mich von meinen Eltern abnabeln und meine Mutter nimmt das nicht ernst, dass mein Vater bei dieser Firma gearbeitet hat, blablabla. So, das sind alles so Dinge in diesen Personen, die einfach dann auch nicht funktionieren, weil du merkst, na dann beschwer dich nicht, dass du in der Kirche wohnen musst. Du musst nicht in der Scheißkirche wohnen. Nee. So. Muss sie nicht. Also sie könnte auch in dieses zu jedem Maßen nicht große, aber stabile Haus ihrer Mutter. Also es ist nicht irgendwie so ein Wohnwagenpark-Trailer oder irgendwas. Es ist ein richtiges Haus. Da kommt eine Zeit lang auch ein Anwalt dazu, der versprochen hatte, der Mutter zu helfen bei dem Prozess gegen diesen Konzern, für den der Vater gearbeitet hat und alles. Da sind Perspektiven da. Also bei Tandy ist es halt wirklich so dieses freiwillig gewählte Exil mehr oder weniger, weil sie sagt, sie hält es nicht aus mit der Mutter und überhaupt und pipapo. Und das ist einfach so dieses... was wirklich ihr Charakter ist, dieses Weglaufen vor Problemen. Das ist in weiten Teilen, ist das selbstzerstörerisch, was selber ein Symptom auch durchaus einer depressiven Erkrankung oder auch einer Borderline-Erkrankung sein kann in dem Fall. Aber auch das wird nicht thematisiert, es wird maximal angedeutet. Mhm. Also eben auch, dass sie in Stresssituationen dann anfängt, eben Drogen zu nehmen. Und sich irgendwas reinpfeift, was sie sonst woher hat. Das sind aber auch nur Reaktionen auf Dinge und nicht wirklich Aktionen. Also in meinen Augen war der Aspekt, also es gab so Momente, wo ich gedacht habe, schön, so dass sie tatsächlich auch so dieses Thema psychische Erkrankung, posttraumatische Belastungsstörung und sowas thematisieren, weil das in Superheldengeschichten eben auch nicht üblich ist. Es ist aber eben nicht so deutlich, dass man sagen könnte, es ist wirklich ein Thema, weil es wird halt auch nur angedeutet, so ein Stück weit. Ne? Es ist, also man kann es auch einfach als normalen Trotz betrachten, rauslesen aus der Serie. Das ist halt tatsächlich sehr schade. Es gab jetzt gerade in einer der letzten beiden Folgen nochmal von Tyrone diese Ansprache an seine Mutter, wo er gesagt hat, so dieses, du hast doch selber gesagt, auch wenn ich perfekt bin, bin ich immer noch gefährdet, die würden trotzdem sofort kommen, also warum sollte ich perfekt sein? Warum nicht tatsächlich aufstehen und den Mund aufmachen und Leute anklagen und mit dem Finger auf sie zeigen, um die Welt zu verändern und besser zu machen und um die Missstände aufzuzeigen? Aber auch das verpufft halt letzten Endes wieder irgendwie so. Und das ist so schade, weil da sind ein paar gute Ideen drin und ein paar Sachen, die wirklich mal durchaus gerne auch in einer, ich sag mal, einer Pop-TV-Serie, populäre Serie gezeigt werden soll. Nicht nur diese Deep-Thought-Serien, von denen es ja auch ein paar gibt, die aber nicht so viele gucken, glaube ich. Ist eh nicht so wie bei uns Arte. das ist schon okay, wenn das mal in den populäreren Sachen auftaucht und auch mal thematisiert wird und gut thematisiert wird. Aber das gelingt halt Cloak & Dagger nicht. Da konnten sie sich nicht entscheiden, was wollen sie jetzt. Wollen sie eine Charakterstudie über Teenager machen, Teenage-Angst? Wollen sie eine Charakterstudie über, oder nicht eine Charakterstudie, sondern eine Studie über Rassismus in Amerika machen? Wollen sie eine Superheldengeschichte erzählen? Was wollen sie eigentlich? Und vor lauter, wir versuchen alles ein bisschen reinzubringen, ist halt von allem das Wenigste reingekommen. Und das macht so schade. Deswegen ist diese Serie auch, glaube ich, so langsam geworden. Wenn man alles ein bisschen erzählen will, noch ein bisschen Mystizismus dazu, über die Freundin von Tyrone dann. Wo ich dachte, das wäre super gewesen, wenn man das als Auftakt genommen hätte. Das ist ja jetzt in der letzten Folge so reingeklatscht worden. Das hätte ein super Intro für jede Folge sein können, wenn man die Serie auf 5 Folgen zurechtgeklöppelt hätte. Also es gibt in dieser Welt, in diesem Universum gibt es eben für New Orleans immer so dieses Divine Pairing heißt es, glaube ich. Also ein Pärchen, meistens auch ein Liebespaar tatsächlich, die durch ihr Handeln die Stadt New Orleans gerettet haben. Das geht von Native Americans bis fast in die Moderne, eben auch zu Zeiten der Plague. Spanischen Grippe. Spanischen Grippe, genau. Die Nummer. Da werden also immer diese Pairings gezeigt, wo einer von den beiden oder eine von den beiden halt eben sterben muss, um ein Opfer zu erbringen, um dann eben durch irgendeinen Mystizismus, ich kann damit leben, dann die Stadt auch zu retten, durch ne, irgendwas. Ja. Das ist New Orleans, da ist Voodoo auch kein kleines Thema. Und wenn man das geschickt macht, das war auch bei einem Aspekt, den ich von den krass rassistischen Elementen dieser ganzen Nummer bei Küss den Frosch auch sehr schön fand. Ja. Ne, diesen ganzen Voodoo-Aspekt. Also dieser Dr. Voodoo, der da rumläuft, der ist hart rassistisch, diese Figur. Ja. Aber so diesen Aspekt in dem Film, den fand ich ganz hübsch. Mhm. Also das war so dieses, ja, das geht in New Orleans halt eben auch um Voodoo. Das ist schon ein Thema, was man da in dieser Stadt mit reinbringt. So. Ja.
Das hier war aber irgendwie so ein Euro-Shop-Voodoo. Das, ja, war so, keine Ahnung. Echt schade. Also es war wirklich irgendwie so ein bisschen, wo ich dachte, so. Und diese ganzen Geschichten, die wurden halt jetzt einmal im Kompletten erzählt. Man hat ewig lang über diese Serie immer schon bei der Voodoo, also Tante, das ist die Tante von der Freundin von Tyrone. Das ist nicht abwertend gemeint als Tante, sondern wirklich als Verwandtschaftstante. Also Tante. Tante Voodoo, Auntie Voodoo. Da sitzen diese Divine Pairing-Figürchen auf dem Kamin. Wobei ich glaube, dass Auntie tatsächlich der Titel für eine Voodoo-Priesterin ist. Das so weit, sein, möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon. Bin ich mir auch nicht sicher, ja. Kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe früher mal Shadow Man gespielt auf der PlayStation. Ja, und da sind diese Figürchen, es wird immer angedeutet, ja, und das ist doch in der Geschichte belegt und dieses Divine Pairing und wir müssen nur das Divine Pair finden und es ist schon klar, dass Tyrone einer ist. Also das wissen die beiden, die Freundin von Tyrone und die Tante, sie müssen nur die zweite noch finden dazu und wissen das nicht und so. Die sitzen halt die ganze Zeit in diesem Zimmerchen und das ist auch nicht so, auf der einen Art finde ich das gut, dass es jetzt nicht irgendwie so dieses, weiß ich nicht, da wo die Schrumpfköpfe von der Wand hängen und die Froschschenkel und hast du nicht gesehen, so ist es nicht. Die sitzen da in so einem hellen Wohnzimmer und erzählen sich da diese Voodoo-Stories und es kommt einfach keine Stimmung auf. Das ist so dieses... Ah. Nee, irgendwie nicht so. Und es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, bei American Gods haben sie das so gemacht. Da haben sie immer die Götter vorgestellt in so einer Intro-Szene. Ja. Ne? So diesen, der auf dem Sklavenschiff auch noch dieser Spinnengott und sowas alles. Es gab immer so eine Szene, wo diese alten Götter vorgestellt wurden in der Szene. Und so hätte ich mir das hier auch viel schöner gewünscht. So, das wäre viel schöner gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, jede Folge geht mit so diesem Divine Pairing los, ja, weil das dann auch die Bedrohung für die beiden steigert. Ja. Weil ich habe bis zu dieser Folge, wo alle Geschichten erzählt werden, nicht gewusst, dass immer einer sterben muss von denen. Genau. Es war klar, es gab immer ein Paar, das irgendwie dafür zuständig war, die Stadt zu retten. Dass das bedeutete bis dahin, dass immer einer sterben muss von diesem Paar, war nicht klar bis zu dieser Folge, vorletzte Folge, glaube ich, in der das aufgeklärt wurde. Ich dachte so, das hättet ihr mir vorher sagen können, dann hätte ich viel mehr Sorge um einen von beiden. Also je nachdem, ich hätte ja noch nicht gewusst, wer von beiden es ist. Aber damit kann man ja beim Zuschauer oder der Zuschauerin eben auch so dieses Gefühl von Sorge für die ProtagonistInnen wecken, dass man sagt, okay, wir haben hier dieses Divine Pairing, ihr wisst auch schon, wer das ist, ihr wisst aber noch nicht davon, wem von beiden wir den gar ausmachen werden am Ende der Serie, weil wir ja bisher immer in diesen Divine Pairings einen den gar ausgemacht haben. Spoiler, es stirbt keiner von beiden. Ja, das war dann auch vorhersehbar, nachdem das so Fall auf Fall kam, diese 5, 6 Geschichten irgendwie, wo ich dachte so, naja, okay, es ist klar, dass die beiden jetzt, also da keiner sterben wird, aber halt auch, weil das so in dieser Überdramatik und zusammengequetscht erzählt wurde irgendwie so. Das macht halt dann auch plötzlich, das wäre so ein Aspekt gewesen, dann hätte man am Anfang, wie du schon sagtest, jeder Folge 5 Minuten verbringen können, hätte die Geschichte vielleicht auch ausführlicher erzählen können und nicht dann eben, wie sie es gemacht haben, die Figuren dann stundenlang irgendwie im Raum stehen. Stimme aus dem Off und dann stehen die da nur so rum und Alles, was die Serie aufmacht, verpufft wirklich im Nichts. Und es gibt am Anfang, da ist mir dann aufgefallen, wofür machen wir das ja eigentlich? So wofür ist das eigentlich? Es gibt am Anfang die Storyline, dass Tandy halt wieder wegrennen möchte. Ja. Sie ist mit ihrem Freund, mit dem Liam, ist sie da unterwegs. Und er sagt, na, wenn du hier wirklich weg möchtest, ich kenne jemanden, der besorgt dir neue Ausweispapiere, wir kratzen dir ein bisschen Geld zusammen, bla 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 bla. Und um an dieses Geld ranzukommen, geht sie auf irgendeine Roxxon-Party. Ne, wo dann auch diese Nina Hess zum ersten Mal dann eingeführt wird und so weiter und so fort. Und sie klaut da, oder das ist eine Hochzeit, glaube ich, ne? Das ist irgendein Firmenjubiläum. Ja, oder keine Ahnung, da wird auf jeden Fall irgendwie Geld gesammelt. Ja. Und dieses Portemonnaie, diese Geldbörse klaut sie dann eben. Ja, stimmt. Genau, das war das. Genau, ja. So. Und dann steigt sie tatsächlich, nachdem sie diese Dokumente hat und nachdem die eine ganze Folge darauf verbraucht haben, zu zeigen, wie sie an dieses Geld kommt, wie sehr sie Leute anlügen kann und austricksen kann. Dann steht sie tatsächlich im Auto und Tyrone, der sich ja, also haben wir die Kräfte schon gesagt? Also Tyrone ist quasi der mit dem Cloak, also er kann sich, wenn er einen Hoodie oder irgendwas aufhat, einen Mantel oder sowas, von Ort zu Ort teleportieren, indem er in diesem Mantel verschwindet, in so schwarzen Schatten, die ihn dann umwabern. Und Tandy hat eben die Fähigkeit, diese Lichtdolche zu erzeugen, einfach so aus der hohlen Hand, letztendlich kann die auch werfen. Und sich damit verteidigen und die jeweils passend zu ihren Kräften. Tandy kann noch die Hoffnungen der Leute sehen, die größten Hoffnungen, und Tyrone ihre größten Ängste, wenn sie berühren. So, und Tyrone morpht dann irgendwie
weil die sich immer auch so anziehen gegenseitig, morpht dann eben so in ihre Richtung und steht plötzlich vor ihrem Auto, glaube ich, angeschossen in dem Moment. Genau. Die Kugel durchbricht noch die Windschutzscheibe, die an Tyrone gegangen wäre. Und steht auf jeden Fall vor Tendys Auto mitten auf der Straße und sie fährt das Auto, glaube ich, in den Graben. Ja. Und haut dann nicht ab, sondern bleibt dann da. Mhm. Und das ist archetypisch für alles, was in dieser Serie passiert. Es wird was angedeutet, Figuren werden eingeführt, die werden wieder rausgerissen aus der Handlung. Plotpunkte werden angerissen, die werden wieder fallen gelassen. Dinge, die geschafft haben, worauf die zum Teil ein oder zwei Folgen hinausgearbeitet haben, werden über den Haufen geworfen. Ja. Also, weiß ich nicht, Tyrone will irgendwann in der Firma arbeiten von einem Kumpel von seinem großen Bruder. Der wird dann die Folge drauf erschossen. Ja. So, den bösen Cop, der seinen Bruder erschossen hat, den machen sie dann tatsächlich irgendwann dingfest, indem sie einfach dann ein Geständnis von ihm filmen. Also die machen ihm halt Angst, indem Tyrone immer wieder durch die Gegend hüpft und springt und quetschen dann eben durch dieses Angstmachen aus ihm wirklich ein Geständnis heraus und filmen das. 10 Minuten später ist das alles wieder zunichte gemacht. So, auch mit dem Argument, na, ich bin weiß, natürlich glauben die mir mehr als dir. So, ne? So, aber das war einfach zu billig. Die haben einfach ein ganz knallhartes Geständnis von jemandem, der gesagt hat, ja, ich habe da vor x Jahren jemanden erschossen. Mhm. Es gibt hier Beweise dafür. Mhm. Und der ist nicht wenigstens mal eine Woche weg, sondern maximal eine Nacht. Ja. So, das sind alles so Dinge, so alles, für was die Charaktere hier in jeder einzelnen Folge gearbeitet haben, wird wieder weggenommen. Und nicht in dem Sinn Opfer bringen müssen, sondern weil sie noch eine Motivation brauchen für die nächste Folge und die Handlung weitergetrieben wird, damit die Figuren wieder aufeinander und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und auch immer wieder von Null anfangen müssen. Ja. Bei Tendy ist dann dieser Anwalt da, der tatsächlich wohl irgendwas findet gegen Roxanne und den sie auch akzeptiert als Freund ihrer Mutter, weil sie diese Hoffnung von ihm sieht, dass er halt wirklich Teil dieser Familie wird und bietet ihm dann auch an, ihm zu helfen mit den Akten und sowas. Und der wird dann umgebracht. So und zwar auf meiner Meinung nach eine viel zu krasse Art und Weise. Ja. Also wenn du sagst, die Serie sei irgendwie kinderfreundlicher gemacht, das kann ich da in dem Fall nicht sehen. Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Das war echt heftig. Tendy beobachtet das und kommt dann tatsächlich irgendwie auch an die Akten ran und sowas. Aber sie ist halt wieder zurückgeworfen. Sie hat wieder niemanden, der irgendwie Jura studiert hat, der weiß, wo er einhaken muss, wohin er mit beweisen muss oder irgendwas. Sie ist wieder auf sich zurückgeworfen und muss wieder zweifeln. Und dass der Anwalt, der Geliebte der Mutter gewesen ist über längeren Zeitraum, dann irgendwann erschossen wird, das wird nie wieder erwähnt. Nee. Also sie kommt nie in die Situation, die Mutter kommt nie wieder in die Situation zu sagen, hey, wo ist der, was ist da passiert, sag mir das, sondern der Typ wird erschossen und wird nie wieder erwähnt. Ja. Also wird aus der Handlung rausgenommen, das ist derartig holprig es, und... Es gibt keine Trauer über den oder irgendwas und die waren eine Weile ein Paar. Ja, also vorher schon, bevor Tendy zurückgekommen ist und ich kann verstehen, dass es da Probleme zwischen den beiden gegeben hat, dass Tendy ihm auch vertraut, nach dem Motto, du willst uns nur verarschen und so wird er am Anfang auch dargestellt, aber in der Sekunde, wo der weg ist, ist der für die Handlung uninteressant und unwichtig. Und dann stehen sie da irgendwie am Meer oder irgendwie an irgendeinem Fluss oder einem See oder keine Ahnung. Dann gucken sie einmal da lang drauf und dann ist das Thema mit dem Typen durch. So, wo ich denke, so, wenn die Figuren schon Opfer bringen müssen und auch über diese Opfer hinaus weitere Opfer bringen müssen, das ist nämlich so dieses, es gibt in dem Film einmal den Satz, with great power comes more power. Ja. So, wo jedem Marvel-Film so ein bisschen so die Nackenhaare hochstehen. With great power comes great responsibility. Das ist der Spider-Man-Spruch, der da zitiert wird. Eindeutig ein bisschen umgedreht wird in dem Moment. So, das hätte man hier thematisieren müssen. Ja. Ihr habt Superkräfte, ihr habt eine Scheißverantwortung. Und das wird nicht genutzt. Tendy ist die gleiche intrigante Schlampe, anders kann ich das nicht bezeichnen, wirklich von Anfang bis Ende, die immer noch lügt, klaut und hasst und ihre Freunde, die sie über die Handlung dann eben aufbaut, hintergeht und also Leichenpflastern ihren Weg, wirklich. Ja. Also die geht über Leichen, um das zu erreichen, was sie möchte, um dann aber auch 5 Minuten später, weil es die Handlung halt erfordert, auch wieder umzulenken und zu sagen, nach dem Motto, nö, ich liefere den Typen, den ich jetzt gerade eine halbe Stunde gefoltert habe, nicht den Bullen aus oder keine Ahnung. So, das tue ich jetzt doch nicht. Ich möchte doch lieber die Cola haben, um dann Leben aus dem Knast zu holen, mit dem auch noch nichts gemacht wird wieder. Nee, der auch wieder verschwindet. Der ist auch schon wieder weg. Ja. Also das ist so dieses, da passiert einfach nicht wirklich, also es hat keine Logik, wie die Handlungen auf die Aktionen und Reaktionen folgen. Da findet zu wenig Charakterentwicklung statt oder zu wenig Handlungsentwicklung auch, das daraus resultiert. Die fangen immer wieder bei Null an. Als der Freund von Tyrones großem Bruder erschossen wird, fangen die wieder bei Null an. Ja. So. Also, weil auch diese Verbindung zu diesem Korb dann, die haben den mehrfach getroffen, der hat mehrfach auf die geschossen, die haben den mehrfach konfrontiert. Irgendwas hätte man irgendwann zum Erfolg führen müssen. Ja. So,
mehrere Leute haben gesehen, wie der Leute erschossen hat und beziehungsweise da war es einmal die O'Reilly, die in Notwehr auf den Kumpel geschossen hat, aber im Grunde genommen ist es einfach dieser Arschlochkopf. Eingefädelt von diesem Arschlochkopf, genau. Halt auch an der Stelle. Ja. Genau, so, das sind so Dinge, so wo ich denke, auch der Typ, der Tandy am Anfang vergewaltigen will, ja. Woraufhin sie ja zum allerersten Mal eben diese Klinge einsetzt, der ist irgendwann weg, ja, taucht in der Handlung am Anfang nur, damit O'Reilly auf sie aufmerksam wird. Ja. Am Anfang ist sie wirklich so eine, wo man denkt, okay, die könnte für die beiden zur Gefahr werden, die, warum auch immer, 180 Grad Wendung, ist sie plötzlich deren Unterstützerin. Ja. Und wo du denkst, woher kommt das plötzlich? So, das ist nur, weil sie plötzlich feststellt, okay, da ist jemand, der wirklich Dreck am Stecken. Mhm. Und ich weiß noch, sie kriegt dann irgendwann diesen Fax, den oder Fuchs, ne, auf Deutsch halt eben, den deutschen Nachnamen, so ein Love Interest. Und in der Sekunde, wo die sich geküsst haben, wusste ich, okay, der Typ springt über die Klinge als Motivation für sie. Der wird buchstäblich zur Woman in the Refrigerator. Ja. Nur halt als Mann. Genau. So, aber den findet sie nachher ermordet im Kühlschrank. In Exakt das. Und das ich hab gedacht, sag mal, habt ihr kein Fingerspitzengefühl? Wisst ihr nicht um dieses Trope? Ihr macht eine Comic-Verfilmung. Mhm. Und das ist ja ein Begriff, den hat Gail Simone damals eingeführt, eben für die Szene in Green Lantern, weil Kyle Rayner irgendwann nach Hause kam und seine Freundin zerstückelt im Kühlschrank lag. Mhm. Und das für ihn die Motivation gewesen ist, ein Superheld zu werden, Green Lantern zu werden. So. Und das ist das exakt, aber eben dann umgedreht in dem Moment. Ja. Einfach eine billige, hat sicherlich dadurch, dass es ein Kerl ist, nochmal eine andere Gewichtung, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber eben, um eine billige Motivation zu werden, für die O'Reilly hinterher fürs Gute zu kämpfen. Und in der Sekunde, wo die sich geküsst haben, wusste ich das. Und dann kam sie ja irgendwann in seine Wohnung, war das, glaube ich, ne? Rein. So. Und ich wusste, dass sie ihn irgendwo tot auffindet. Ja. Dass der Kühlschrank sein würde, fucking God, no. Also, das war echt ein bisschen heftig, so. Wo ich dachte so, also, weiß ich nicht. Entweder war das der gescheiterte Versuch, dieses Trope wirklich nochmal bildlich darzustellen. Warum auch immer. Das war ein In-Joke, also ganz eindeutig. So dieses das, ja. Also, aber es ist halt einfach, weiß ich nicht, es hätte nicht sein müssen so, ne? Und dann, es war, keine Ahnung, also ich habe an manchen Stellen gehabt, so das Gefühl gehabt, die Serie versucht mir nochmal Comic-Tropes zu erklären. Wo ich dachte so, sorry, also wenn ihr was machen wollt, indem ihr Comic-Tropes erklärt, dann macht ein YouTube-Erklärbär-Video. Ja, guck mal den Kanal Comic-Tropes, der ist wirklich gut. Schönen Gruß an Chris. So. Das ist halt einfach so dieses, ich will dann, wenn, eine Serie haben. Und das Gleiche haben sie nochmal in die Figur von diesem Priester, der an Tyrones Schule ist, der die Heldenreise und die Heldenentwicklung dann nochmal erklärt, ne, mit Regression und was soll das alles und überhaupt und so. Und das als Literaturunterricht getarnt. So, und ich denke so... Das ist auch Universe-Building. Ja. Nichts anderes. Wo ich auch dachte irgendwie so, Leute, es ist jetzt ein bisschen sehr on your nose, was ihr da macht. Und das funktioniert halt nicht. Also sie versuchen es, aber es klappt einfach nicht so, wie das, was ich glaube, was sie erreichen wollten, erreichen sie nicht damit. Ich habe irgendwann aufgehört, Flash zu gucken. Gibt's auch bei Amazon, ich glaube, bis auf die, keine Ahnung, gibt, glaube ich, die ersten drei Staffeln auf Amazon. Ich habe irgendwann aufgehört, weil es sich einfach immer wiederholte. So dieses, ja, Mutant of the Week und dann noch einen alten Comic-Villain eingeführt, irgendwie auf eine coole Art und Weise dargestellt. Und es drehte sich einfach noch ein neuer Speedster und dies und das. Aber nicht, weil ich die Serie uninteressant finde oder weil ich die Figuren langweilig finde. Ein oder zwei sind da sicherlich und auch diese ganze Iris West-Geschichte ist sicherlich problematisch. Aber das ganze Ding an Flash war einfach, es war zu eintönig geworden. Es ist keine schlechte Superhelden-Serie, absolut nicht. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass das eine Serie ist, die sich im Grunde genommen immer wieder jede Woche Folge für Woche im Kreis dreht. Und da ist eine Staffel halt eben nicht 10 Folgen lang, sondern auch mal gerne 20, 25 Folgen. Weil es eben eine amerikanische Fernsehserie ist, tatsächlich. Die ist ja dann in der Zweitverwertung erst online landet, die ja erst. Und von Legends of Tomorrow habe ich gar nicht erst angefangen, weil ich dachte, ich kann nicht noch mehr DC-Serien gucken. So, ich hab irgendwann mal angefangen, Jessica Jones zu gucken, weil ich gedacht habe, vielleicht liegt mir das ja Superheldenfernsehen und tatsächlich liegt mir das nicht. Und das ist für mich, also jetzt hätten Cloak & Dagger, also dann eben auch Tandy und Tyrone, nicht tatsächlich richtige, echte, visuell sichtbare Superkräfte. Mhm. Natürlich hat eine Jessica Jones Superkräfte, natürlich hat ein Luke Cage Superkräfte, über Dummkopf, Eier, Nase müssen wir gar nicht reden. Und Daredevil auch. So, das sind Dinge, die sind natürlich da, aber sind wesentlich schlechter sichtbar, als es das eben bei Cloak & Dagger der Fall gewesen ist. Wäre das nicht gewesen, hätte ich die Serie nicht zu Ende geguckt. Also visuell fand ich die schön. Ja. So, also naja, war... Also immer um Welten besser als die Effekte in Justice League für den Flash.
Das war peinlich. Immer noch, es tut immer noch weh. Leute, die Special Effects in Justice League tatsächlich verteidigt haben, guckt euch bitte nochmal die Szene an. Den Film gibt es, glaube ich, mittlerweile auf DVD und Blu-ray. Und wenn nicht, weiß, wartet, bis sie kommen. So, guckt euch nochmal die Szene an, wie der Flash hinterher am Ende rennt. Das kriegen die in der Fernsehserie besser hin. Ja. So, das möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Mit einem Fernsehbudget Woche für Woche kriegen die das besser hin, dass es wirklich aussieht, als würde Barry Allen durch die Stadt rennen. Wie Ezra Miller da hingehampelt worden ist, das sah aus wie eine Folge der Augsburger Puppenkiste. So, das an dieser Stelle. Das ist kein Vergleich. Also Fernseh-Superhelden sehen in der Regel besser aus als die Justice League. Traurig genug. Nee, also es waren jetzt keine ganz schlechten Effekte, hätte ich gesagt. So, das Problem ist, man hat halt immer diesen schwarzen Nebel und dieses weiße Licht, ja. Das kommt nichts anderes. Das ist wohl irgendwie auch so, das kam mir halt immer vor wie bei Lost, so, ne, wo du am Ende halt, ja, du hast halt ab der ersten Folge dieses Rauchmonster, was halt immer wieder, und es gibt in Lost auch, so, ich habe letzte Staffel nicht mehr gesehen, aber ich glaube, es gibt keine Erklärung für dieses Rauchmonster. So, und man kriegt auch in dieser Staffel noch keine Erklärung, woher die Kräfte kommen. Das kommt erst in der nächsten. Hoffentlich. Hoffentlich. Die zapfen irgendwas an, bohren danach und ziehen das eben hoch. Und mehr ist da noch nicht zu holen. Nee. Keine Ahnung. Das ist halt letztendlich so bisher die Erklärung für alles, was diese Roxanne Company eine Energiequelle entdeckt hat, die sie aber nicht wirklich gut handeln können, die aber viel ergiebiger ist als alles andere an Energiequellen. Die wollen den großen Reibach damit machen, bohren das entgegen aller Sicherheitswarnungen, auch unter anderem von Tandys Vater an und versuchen das zu fördern und zu kanalisieren. Das geht halt schief. Und da ist eben sowohl das Licht von Tandy als auch die Dunkelheit von Tyrone drin. Das ist auch das, was passiert, als die ihre Superkräfte kriegen in der Nacht, als die ihnen verliehen werden, dass eben dieses Energieding sie explodiert. So. Und das ist der Auslöser dafür, dass Tandys Vater ins Wasser fährt mit dem Auto. Das ist der Auslöser dafür, diese Explosion, dass der Cop den Hahn drückt von der Waffe und Billy erschießt. So, das läuft alles darauf hinaus, aber was genau das für eine Kraft ist, ob die wirklich was zu tun hat mit diesen jahrhundertealten Mythen um dieses Divine Pairing, das ist alles noch nicht erklärt. Und wenn normale Menschen in Anführungszeichen davon halt betroffen werden, davon mit in Kontakt kommen, dann werden die halt zu den sogenannten Terrors, also so ja. Zombies, also so wütende, schnelle Zombies sind das mehr oder weniger. Zombies sind ja auch ein Teil von Voodoo, fand ich dann aber auch derartig on your nose, also es war so derartig so in your face, so nach dem Motto, ja, jetzt bringen wir dieses Zombie-Thema auch noch mit nach New Orleans, und wären Zombies nicht so derartig durch, hätte ich gesagt, yay, so, das ist halt, der Zombie-Mythos kommt eben aus dem Voodoo, das dann da aber mit reinzubringen, fand ich echt ein bisschen billig, das so eine fadenscheinige Erklärung dafür zu machen, wo die beiden, dass die beiden auch eben ihre, das ist schon so ein typischer Superhelden-Trope, nach dem Motto, es gibt irgendeine Explosion, ist ja bei Flash nicht anders, dass es eine große Explosion gibt und einen Energiestrahl, und Flash wird mit Chemikalien überschüttet und hat deswegen andere Kräfte oder besser kontrollierbare Kräfte als die anderen Superschurken und Meta-Humans, die es in der Serie halt gibt. Oder weiß der Geier was, wie das da erklärt wird. Also, dass eben das die Herkunft des Helden mit der Herkunft des Schurken eben auch übereinstimmt. Aber außer, dass das eben so ein paar laufende Zielscheiben sind, ist das eben auch nichts. Also, das wird hinterher auch nicht geklärt, ob jetzt alle geheilt worden sind oder alle tot oder sowas. Es wird einfach so ein bisschen drüber gewischt, wie auf allem so ein bisschen. Ja. Das ist echt schade. Und dann am Ende auch so noch diesen Rollentausch zu haben, dass Tyrone, der dann auch ein bisschen von der Polizei gesucht wird, weil er immer noch im Verdacht steht, den Kopf dann erschossen zu haben, dann in die Kirche geht und Tandy geht nach Hause zu ihrer Mutter, habe ich gedacht, komm, mach vielleicht tatsächlich auch einen Scheiß in der nächsten Staffel ohne mich. Ich weiß, wir werden mal reingucken, glaube ich, und wie es dann läuft. Ob sie dann einfach, weil die Figuren alle etabliert sind, weil das Grundproblem etabliert ist, dann mit den Figuren tatsächlich vernünftig arbeiten können. Aber hier für die erste Staffel haben sie es nicht hingekriegt. Nee, also Staffel war zu lang für das, was sie erzählt haben an Geschichte. Also ich hoffe jetzt tatsächlich, dass sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir genug Charakter etabliert, jetzt müssen wir vielleicht für die nächste Staffel nochmal irgendwie einen Schurken oder irgendwas machen. Aber wir müssen das Hauptpersonal nicht mehr etablieren. Genau. Die sind jetzt eingeführt. Reicht. Kommen wir zu was Schönerem. Gut. Wir haben eine Zeichentrickserie gesehen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten namens Emara Emirates Hero. Ja. Bin ich zufällig bei YouTube drüber gestolpert, weil es mir in den Empfehlungen angezeigt worden sind. Und immer wenn mir
weiß ich nicht, so ein Cartoon-Kurzfilm in die YouTube-Timeline, so ist es ja tatsächlich, diese normale Startseite von YouTube ist ja eigentlich als Timeline mal gemeint worden gewesen. Dann gucke ich mir die an, um zu gucken, ob daraus eine Serie wird, weil ganz oft hat man mit kleinem Budget sehr schön self-published so Animationsfilme bei YouTube, die wirklich sehenswert sind, auch normale Kurzfilme oder Fanfilme ganz häufig, aber eben auch Originalarbeit. Die kriegt ihr übrigens, wenn ich sowas finde, in der Regel, und ich finde es empfehlenswert, unter dem Hashtag Nerdcommendation bei Twitter auch empfohlen. Also guck mal auf den Hashtag, da gibt's immer, da sind immer oft auch Animationskurzfilme dabei, die dann eben von privaten oder kleinen Studios dann eben gemacht sind. Und so fing Imara in meiner Wahrnehmung eben auch an, so als so ein kleiner Animationsfilm. Manchmal gucke ich die mit dir zusammen oder wenn ich es alleine geguckt habe und ich finde sie wirklich so gut, dass ich sage, es könnte dir auch gefallen, mit dir nochmal gemeinsam. Und bei Imara haben wir es, glaube ich, direkt gemeinsam geguckt. Ja, das war eine Reihe von Kurzfilmen, glaube ich, die wir an dem Abend geguckt haben. Wir bingen dann ja manchmal so ein bisschen was weg von der von der Watchlist. Das war einfach richtig cool auf Anhieb. Sind leider nur 5 Folgen, immer so von 10 bis 15 Minuten, weil das Team, und da steckt eine Regisseurin dahinter, den Namen habe ich mir leider nicht aufgeschrieben und gemerkt, steckt dahinter, die vorher im arabischen Fernsehen, ich weiß gar nicht, wie man da jetzt genau sagt, die Emirate sind ja nochmal ein Ding, das ist Dubai, ist glaube ich die Hauptstadt von den Emiraten. Ne? Ich bin mir da auch nicht sicher. Wir haben heute keine Ahnung von Geografie. Nee, so gar nicht. Vor allen Dingen von politischer Geografie in dem Fall auch nicht, weil das ist ja Vereinigte Arabische Emirate, ist ja was Politisches. Glaube ich, mehrere Staaten, glaube ich. Ne? Genau, ja. Da gehört Saudi-Arabien auch mit dazu. Da gibt's gar nicht sowas wie eine eigene Zeichentrick-Kultur oder eigene Animationsserien. Die Reihe hat einen Vorgänger gehabt, der auch schon im Fernsehen gelaufen ist, aber es gibt da nicht sowas wie eine Trickfilmindustrie. Die kriegen ganz viel aus dem Ausland natürlich, amerikanisches Fernsehen natürlich. Aber dass da jetzt wirklich so eine eigene Animationskultur oder Industrie existiert, das kennt man dann nicht. Und da war das Team, das auch jetzt Imara gemacht hat, schon Vorreiter. Die Serie sollte ursprünglich tatsächlich im Fernsehen da auch laufen, hat es dann aber nicht geschafft. Dann gab es Versuche, das auf Netflix zu bringen, die sind gescheitert. Und jetzt hat man Mitte des Jahres die Serie dann einfach in 5 aufeinanderfolgenden Wochen immer freitags auf YouTube versendet. Und es sind wirklich leider nur 5 Folgen. Es ist echt schade drum. Also ich hätte davon wirklich gerne mehr. Also die Folgen dürften länger sein, die einzelnen, es dürfte mehr Folgen geben. Es ist einfach richtig toll. Ich finde es vom Stil her hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Das Setting ist einfach ein cooles. Da gehen wir gleich drauf ein. Und Imara selber ist einfach cool. Ist eine tolle Heldin für die Geschichte. Die ganzen Figuren drumherum sind toll gezeichnet, finde ich. Es ist mysteriös. So. Also ich glaube, ich habe immer noch nicht alles durchschaut, glaube ich, worum es in der Serie geht und wie das alles zusammenhängt und so. Es macht aber nichts, was einfach tolle Unterhaltung ist. Also es ist richtig gut gemacht und es kommt mal aus einer Kultur, die man so noch nicht kennt. Und das fand ich schon mal spannend, weil es dann einfach auch eine andere Form von Erzählweise irgendwie ist und andere Dinge erzählt werden. Es geht da um, ich glaube, die heißt auch in der normalen Identität Imara tatsächlich, die irgendwie ist auch vollkommen egal. Ja. Die irgendwie im Coffeeshop ihrer Mutter mitarbeitet, im Café, da so kellnert. Und ich glaube, innerhalb der ersten Einstellung wird schon klar, dass sie irgendwie so ein Cyborg ist. Also mit so einem Laserarm oder sowas, so ein bisschen wie Mega Man. Ich habe sie relativ schnell mit Mega Man verglichen. Mhm. Nicht mal mit Mega Man, sondern eigentlich eher mit Roll, also der Schwester von Rockman, ne? Weil Rockman und Roll, Rock and Roll, ne? Oh Gott. Ja, das ist zwar tatsächlich so. In den Mega Man-Spielen sind die Figuren, also die zentralen Figuren, alle nach Musikstilen benannt. Und Mega Man heißt in Japan eben Rockman und der Name ist Rock und seine Schwester heißt Roll. Okay. Was halt witzig ist, weil die hat den Namen halt hier am besten behalten, aber Mega Man heißt Mega Man und sie heißt weiterhin Roll. Also das ist halt ein bisschen verwirrend. Mega Roll? Ist das eine Frühlingsrolle dann, eine große? Ich suche neue Podcasterinnen. Bitte bewerben Sie sich unter nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Entschuldigung. Aber sie ist tatsächlich eher wie Roll, also die eigentlich in der
Megaman-Zeichentrickserie, die es aus dem Westen gibt, so als Haushaltsroboter gemeint gewesen, mit einem Staubsaugerarm tatsächlich. Ganz schlimm. Und ich habe früher, weil ich konnte noch nicht so gut Englisch, habe ich gedacht, sie heißt Roll wie Brötchen. Naja, gut. Manchmal war sie auch so dargestellt wie ein Brötchen. Naja, aber weil mit der Figur einfach nicht vernünftig was gemacht worden ist. Sie ist halt genauso ein Roboter wie Mega Man und in anderen Spielen auch genauso fähig. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich würde sie tatsächlich eher so mit Roll vergleichen. Man erfährt erstmal auch nicht so wirklich, also man sieht im Intro halt, dass sie irgendwo gefunden worden ist. In so einer Kapsel, in so einer Kammer. So eine aufgebrochene, wie so eine Kryokammer, ja, genau. Wie man das oft kennt. Da hängen noch so ein paar lose Drähteanschlüsse irgendwie sowas rum. Und das sieht alles so ein bisschen leicht zerstört aus, wie so ein Labor, so ein großes Versuchslabor. Da ist sie wohl gefunden worden, das sieht man auch da im Outro nochmal gut, wie sie dann oben auf so einem Schrotthaufen dann eben auch steht. Und immer wenn es halt das spielt auch in Dubai, die Serie, wenn es da eben eine Gefahr gibt, weil entweder Schurken, also Gauner angreifen oder irgendwelche, weiß ich nicht, Supermonster am Ende da tatsächlich, dann wird eben auch Imara gerufen und es gibt noch so eine böse Organisation, ganz böse in Anführungszeichen, man weiß es noch nicht so ganz genau, die halt auch rausfinden möchte, was mit Imara ist. Die schicken dann den, ich glaube, der heißt Sultan. Ich glaube, ja. Ja, also in seiner normalen Identität Gehbehinderten Kollegen dann eben los, die auch dann diesen Turban, hätte ich das fast gesagt, hat bestimmt noch einen anderen Namen, aber eben auch so diese Kappe auf hat, ungefähr so alt ist wie Imara, also eher so jugendlich bis jung erwachsen. Und der soll dann eben auch rausfinden, was mit Imara los ist. Das ist so eine Sailor Moon Tuxedo Mask Beziehung, die die beiden so ein bisschen haben. Ja, ja, schon. Fand ich aber ganz, also ich finde das gerade spannend, dass du die ungefähr gleichaltrig einschätzt. Ich hätte ihn immer ein ganzes Ende eher älter eingeschätzt. Noch älter? Also als Erwachsene und sie eher so als junge Teenagerin, sag ich mal so 14 vielleicht. Und ihn locker Mitte 20, weil auch immer so dieses Bartstoppeln hat und alles, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist aber Lesart, glaube ich. Und auf jeden Fall soll er sie eigentlich einfangen, so ein bisschen stellen und einfangen, weil diese Organisation, für die er arbeitet, eben, weiß ich nicht, Experimente mit ihr machen will, erforschen will, wo sie herkommt, etc. pp. Außerhalb ihres Superheldinnen-Daseins ist sie Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Genau. Das ist noch entscheidend. Man sieht immer mal ein Foto von dem Vater, der offenbar beim Militär war und ein guter Freund der Familie ist nach wie vor ein Ex-Kollege vom Vater, dieser Militär. Der ist tatsächlich glaube ich, einfach nur oder Polizist oder irgendwie sowas. Also so ein, die haben, glaube ich, da tatsächlich eine Militärpolizei. Ja, das deswegen, ist unmöglich. Ja. Auch da kenne ich mich nicht aus, nicht gut genug, um das Das wirkt aber sehr militärisch. Ja. Das sind eindeutig Polizisten, aber die haben eindeutig eben Uniformen, also die eher ans Militär erinnern als an eine Polizeiuniform. Ja, genau. Ja, ja. Genau, und also irgendwie scheint es da auch eine Verbindung zu geben zwischen ihrem Vater, der fürs Militär gearbeitet hat und der Einrichtung möglicherweise, aus der sie stammt und dieser Organisation, die sie jetzt einfangen will. Also die Bezüge zu Mega Man sind da wirklich nicht ungewollt, glaube ich. Das ist derartig offensichtlich, dass sie wirklich sowas wie ein, also bei Mega Man ist es ja ähnlich, also ein Roboterjunge, der da eben gebaut wird, um so ein Prototyp dann auch zu sein und dann muss er aber gegen die bösen Roboter kämpfen. Das ist schon so eine Mischung aus Mega Man und Sailor Moon, die da stattfindet. Witzigerweise gab es dann am Anfang, ich hatte mich ein bisschen rein recherchiert, schon so eine kleine Kontroverse auf so einem Anime-Blog, weil das Intro sich ziemlich sehr an Cutie Honey orientiert. Also da gibt es wirklich Szenen, die 1:1 übernommen sind aus dem Cutie Honey Intro. Das fanden dann Leute im Vorfeld schon ein bisschen doof. Die Serie hat auch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Das fand ich ein bisschen schade. Also es gibt die Serie immer in drei verschiedenen Sprachen. Einmal auf Englisch für internationale ZuschauerInnen und dann in zwei verschiedenen arabischen Dialekten, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir aber nicht reingehört, weil verstehen wir nicht. Das ist ganz schön, dass man damit also eben auch dann automatisch mit der Englischsprachigkeit dann auch ein internationales Publikum ansprechen kann. Wirklich viel geredet wird eh nicht. Also es ist hauptsächlich Action. Ja, ist es. Und cool gemacht und zentrale weibliche Hauptfigur finde ich super. Wichtiger Charakter, der nicht irgendwie super gesund, stark irgendwas ist, sondern der eben im Rollstuhl sitzt in seinem Privatleben, sage ich mal. Und dann eben als in seiner Superheldenidentität dann eben auch so Raketenfüße hat. Ne? Genau. Die Chefin von dieser Geheimorganisation ist eben weiblich. Und der Polizist, Militärpolizist, der Freund der Familie ist jetzt keine unwichtige Figur, aber der ist nicht handlungsentscheidend letzten Endes. Also der ist nicht
der schreibt niemandem was vor. Letztens, der ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Commissioner Gordon für Batman im Hintergrund. So. Ich fand den tatsächlich immer so ein bisschen wie so ein Comic Relief, ja, weil er dann mit seinen Leuten dann in so einem großen Jeep angefahren kommt. Imara macht dann die ganze Arbeit. Dann versuchen sie natürlich, Imara auch einzufangen, also ein bisschen als Gefahr. Scheitern aber oft daran, weil sie dann von Fans umringt ist und dann Unterschriften geben soll, so ein Stück weit. Die ist wirklich so ein bisschen wie so eine Cyborg gewordene Wonder Woman irgendwo, weil sie eben auch ein Vorbild für die, auch für die Mädchen in der Serie, das wird auch nochmal ganz deutlich gemacht, dann auch ist. Also auch feministisch dann eben sehr, sehr, sehr gut positioniert wird. Hat aber dann eben auch sowohl in ihrer privaten Identität als auch als Superheldin Kopftuch an. Ja. Eben eine Kopfbedeckung, die dann daran erinnert auch. Und das ist halt auch gut, dass das auch dann in einem Superhelden, einfach eine muslimische Superheldin zu haben, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Kontext von Marvel oder DC kommt oder da wird sowas ja regelmäßig mal probiert, muslimische Superhelden zu installieren. Ich glaube, eine Captain Britain, die es gegeben hat in den 2000ern oder sowas, war eine Muslima, die ist einfach irgendwann weggeschrieben worden, keine Ahnung, was mit der passiert ist. Aber also bis auf Captain, bis auf Miss Marvel aktuell, gibt es, glaube ich, meines Wissens keine zentrale, wirklich gut funktionierende muslimische Superheldin oder Superhelden. Ich glaube, Simon Bass beim Lantern Corps, aber das ist halt einer von zig. So, ne? Ja. Es gibt die weibliche Hauptfigur in den Magnus Chase Büchern von Rick Riordan, ist eine Muslima. Das finde ich ganz schön. Ist das bei DC oder Marvel? Carlsen. Als Manga. Ach so. Das ist der Autor, der die Percy Jackson Bücher geschrieben hat. Ach so. Und der hat eine Nachfolgereihe und das fand ich nämlich auch sehr schön. Ich habe die noch nicht komplett gelesen, weil sie auch noch nicht komplett erschienen ist. Aber es war halt auch sehr auffällig irgendwie so, weil es gibt es selten tatsächlich. Es ist sehr unterrepräsentiert. Person of Color hat man mittlerweile mehrere. Sei es als Hauptfiguren, noch nicht ganz so viele, oder eben auch als Nebencharaktere, sage ich mal, oder wenigstens im Hintergrund gezeigt, in Menschenmengen. Aber muslimische Charaktere, die wirklich irgendwie eine Geschichte tragen, hat man immer noch selten. Ja. Und das war sehr angenehm. Also sowohl bei den Büchern als auch jetzt eben bei Imara. Ich will gar nicht so viel über die Serie selber, über den Inhalt verraten. Dadurch, dass das nur 5 Folgen sind, 10 bis 15 Minuten, gebt euch das mal. Ja. Sucht nach Imara Emirates Hero auf YouTube und dann findet ihr das sicherlich. Das sind ganz kurze Episoden. Das ist. Ihr habt das in der Stunde längstens anderthalb weggeguckt. Anderthalb eher, aber es ist wirklich, es ist einfach schöne Abwechslung, es ist kostenlos, bezahlt nichts dafür, es ist frei verfügbar und es ist ein Beweis dafür, dass es eben auch ja innovative, in Anführungszeichen, aber dann auch progressive Kinderunterhaltung, in Anführungszeichen, absolut kindgerecht, trotzdem die Kämpfe irgendwann ziemlich eskalieren, auch aus anderen Ländern geben kann als den USA oder Japan. Ja. Und auch in anderen erzählerischen Kontext, als man das eben aus Mitteleuropa und USA kennt, sage ich mal. So, die Inspiration der Serie ist eindeutig Anime, also das wegzudiskutieren wäre Käse. Das ist definitiv eine total vom Anime inspirierte Serie, aber eben optisch und dann eben auch so vom Charakterdesign und auch vom ganzen ja, von der ganzen Architektur, man sieht halt eben die dubaische, die Architektur in Dubai im Hintergrund, so, genau, ne? Diese Sky Needle, die glaube ich auch da ist, ne? Ja, die gibt's auch, genau. Die sieht man da eben auch im Hintergrund stehen, so. Das ist schon eine wichtige Sache, dass man dann auch mal versteht, okay, es muss halt nicht immer Japan, nicht immer die USA sein, wenn es um coole Trickserien geht. So, es kann auch mal aus einem anderen. Schade, dass es nicht zu Ende erzählt worden ist. Es endet eben auch offen. Dann nach diesen 5 Folgen wirklich einfach, dann ist ihnen entweder das Geld ausgegangen oder die haben einfach nicht mehr produzieren dürfen können sollen. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt und dass das noch weitergeht und dass es irgendwann entweder ein Nachfolgeprojekt gibt oder das Ganze einfach weitererzählt wird. Ja. Imara war richtig gut. Weil es halt eben auch wirklich nicht nur über einen anderen Kulturkreis ist, sondern aus einem anderen Kulturkreis auch noch über sich selbst erzählt. Und das ist halt einfach immer sowas, was mir zunehmend aufstößt bei vielen Produktionen. Es werden andere Kulturkreise zwar gezeigt, aber immer aus weißer Sicht, sage ich mal. Ne? Also oder häufig aus weißer Sicht. Was ich halt an Miss Marvel immer noch so ein bisschen problematisch finde, ist, die wird zwar von einer Muslima geschrieben, aber von einer konvertierten Muslima.
Also G. Willow Wilson ist eben nicht gebürtig eine Muslima, sondern die ist irgendwann konvertiert. Das macht es immer noch besser als viele schwarze Superhelden, die dann gegeben sind, weil es von Weißen oder vielleicht auch japanische Superhelden, die von Weißen gespielt werden. Herr Cebulski, das haben wir nicht vergessen, Kollege. Ne? Ja. Tu mal nicht so, als wenn das alles nie passiert wäre. Das werde ich nicht vergessen. Der macht inzwischen, ist der, glaube ich, irgendwie Chief Creative Officer bei Marvel. Mhm. Und der hat sich ja halt damals als Japaner ausgegeben und hat dann japanische Superhelden erzählt. Eine ziemlich linke Nummer. Ja. Also der hat also nichts von dem, was der macht, gefällt mir aktuell. Und wenn ich den Namen lese, lese ich Artikel auch nicht mehr weiter. Weil ich einfach, oder ich habe früher gelegentlich auch mal den YouTube-Kanal von Marvel geguckt, sobald Cebulski wieder wirklich ausgesprochen wird, weiß ich gerade gar nicht wirklich. Dann zu sehen ist, gucke ich mir das nicht mehr an. Weil ich den Typen einfach nicht ernst nehmen kann. Nee. Also das, was der da gemacht hat, war hoch rassistisch und problematisch. Also das, sich für was anderes auszugeben. Und so ist Miss Marvel zumindest von einer Muslima geschrieben, aber eben nicht von einer Muslima, die wirklich originär aus diesem Kulturkreis stammt, was kontrovers ist zumindest. Ja. Nun ja, das aber wirklich komplett aus einem muslimischen, kulturellen muslimischen Kontext und deswegen eben auch so erfrischend und anders und neu. Und ja. Ja. Wo wir schon bei Anime sind. Anime! Anime! Wir haben dann noch was auf der Liste. Wir haben noch was auf der Liste. Wir haben nämlich, da habe ich schon mal kurz drüber gesprochen, als ich beim wunderbaren Neko-Café-Podcast zu Gast gewesen bin. Da durfte ich ja schon zweimal zu Gast sein und da haben wir bei meinem letzten Auftritt die Spring Season durchgesprochen. Und im Rahmen der Spring Season lief auch die Serie, die wir jetzt durchsprechen, nämlich Wutakoi, No Cheats, ne, keine Cheats für die Liebe. Ganz genau. Der japanische Titel ist irgendwie noch länger, den ich mir nicht merken konnte. Ich glaube, dass der japanische Titel heißt in etwa, das Leben ist hart für einen Otaku oder sowas. Irgendwie sowas. Oder Liebe für Otakus ist schwer oder irgendwie sowas muss man das, glaube ich, übersetzen, ja. Ja. Also kurz eben, Wutakoi und Koi ist immer Liebe, also wenn man diese Silbe liest, dann ist es meistens so Slice of Life Liebesanimes, genau. Super schön, super süß. Es beginnt mit der Hauptfigur. Narumi. Narumi ist total knuffig. Anfang 20, hätte ich gesagt, ne? So vom Alter her. Und die beginnt eine neue Arbeitsstelle. In einem Büro. Was immer die da machen. Ich meine, wenn die da überhaupt mal was machen. Es ist ja auch Slice of Life und nicht Slice of Work. Also von daher. So ist es. Und Narumi ist mega aufgeregt, weil sie eine Otaku ist. Genau. Du kannst besser Otaku erklären als ich. Ja, Otaku ist im Grunde genommen das japanische Äquivalent zum Nerd. Ist aber, glaube ich, inzwischen, also zumindest wie es im Westen aktuell ist der Nerd ja schon, also in der Sekunde, wo Randgruppen zu Zielgruppen werden, ist es ja weniger problematisch. Also da, wo dann auch Randgruppen Kaufkraft haben, wird sowas ja etabliert. Der Otaku in Japan ist gesellschaftlich nochmal ganz anders stigmatisiert. Das heißt, wenn du da irgendwie dann im Alltag irgendwie anfängst rumzupausauen, dass du Animes guckst und Mangas guckst und liest und Videospiele spielst, kannst du schon mal durchaus ein bisschen an die Seite gedrängt werden. Das ist dann nochmal ein bisschen schwieriger. Und das ist eben so ein bisschen ihr großes Problem, dass es eigentlich keiner wissen soll. Genau. Das Problem ist, kaum wird sie da eingeführt, läuft sie im Flur einem Kindheitsfreund über den Weg, Hirotaka. Nee, nicht Hirotaka, sondern Hirotaka. Ich kann das nicht so gut. Hirotaka. Der halt auch ein Otaku ist. Und das erste Gespräch in ihrer Wahrnehmung geht schon mal in die Hose, weil sie sich vermeintlich verrät, was sie eigentlich nicht wollte. Und auch Hirotaka vermeintlich verrät. Weil sie, glaube ich, fragt, wie bist du auch auf dieser komischen Messe oder irgendwie sowas. Ja, genau, irgendwie sowas. Comic-Con oder sowas. Und ja, jedenfalls stellt sie fest, dass die Dame, die sie einarbeiten soll, Hana-chan, eine Cosplayerin ist, die sie sehr bewundert. Und Hana-chan bewundert sie, weil Narumi Doujinshis zeichnet, also Fancomics im Grunde genommen. Genau. Fan-Mangas. Und die beiden haben also sofort einen total schönen Draht zueinander. Das ist total süß. Die beiden Mädels sind großartig, bei den Frauen. Und Hirotaka hat auch einen Boss, der so über ihm steht. Das ist, glaube ich, deren, also ich glaube, Hana-chan ist noch eine Vorgesetzte, aber ich glaube, Kawakura ist wirklich da so der Chef vom Dienst, hätte ich jetzt gesagt. Ja, so der Etagenleiter, Abteilungsleiter, irgendwie sowas, ne? Genau, Kawakura, der am Anfang echt ein bisschen unnahbar wirkt. Also der wirft gleich erstmal so ein bisschen ein Auge auf Narumi, weil die ganz süß ist. Aber letzten Endes ist er so einer, der halt sagt, naja, jetzt hier, mach mal weiter und Pause und nicht Pause und so. Und
die vier sind die zentralen Figuren. Es kommt später noch Hirotakas kleiner Bruder dazu. Nao-chan. Oh. Der ist so süß. Der ist einfach so süß. Und letzten Endes geht es um die Liebesgeschichten zwischen den vier, ja. Weil Hirotaka irgendwann Narumi vorschlägt, ihr Freund zu sein, auf eine sehr sachliche Art. Total abgeklärt, aber so ist Hirotaka auch nach außen. Also ja. Der ist so, der ist ganz ruhig, der lächelt nie. Es gibt irgendwie eine großartige Szene, wo dann wirklich Hana-chan und Kabakura sagen, er hat gelächelt? So, was macht der? Ja. Weil der ist halt, der guckt halt immer geradeaus und ernst und so, und der ist ein großer Videospiel-Nerd. Der sitzt ständig da und zockt irgendwie und ist immer genervt von Leuten, die schlechter sind als er, wenn er mit denen zusammen im Team spielen muss. Und es stellt sich raus, dass auch Hana-chan und Kabakura ein Liebespaar sind. Schon seit einiger Zeit offenbar. Mhm. Aber natürlich auf Arbeit wird das auch nicht so wahnsinnig groß rausposaunt, also gar nicht eigentlich. Und jetzt haben wir also diese zwei Pärchen. Und wir verfolgen hauptsächlich Narumi und Hirotaka, wie sie versuchen, ihre Beziehung auf die Reihe zu kriegen. Als Otakus und als Hirotaka relativ unerfahren, was Beziehungen angeht. Narumi hat schon mal den einen oder anderen Freund gehabt, hat sich denen gegenüber aber nie als Otaku geoutet, sozusagen. Und weiß immer nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll, dass Hirotaka das schon alles über sie weiß. Die Serie, du sagtest gerade schon, dass sie sich sehr auf diese vier Charaktere zentriert. Es wird kein Supporting-Cast eingeführt, bis auf Nao-chan, und der kriegt dann noch ein kleines Love-Interest gegen Ende der Serie. So ganz dazu kommt es dann auch nicht mehr. Reden wir da gleich nochmal drüber. Das hat aber auch damit zu tun, wie Animes in Japan überhaupt produziert werden. Ich hatte in der Besprechung bei Nico Café, und das sagte die Kati, mit der ich das gemeinsam besprochen habe, schönen Gruß, da gibt es auch eine Kati, auch angemerkt, die Serie wirkt erstmal so ziemlich steril, weil du hast einfach diese vier Personen, die stehen oft in irgendeinem Raum und du hast nicht den Eindruck, als würden da noch andere Leute arbeiten. Mm-mm. Wenn, dann ist es so ein Standbild, wo einer am Rechner sitzt, und dann sind das aber so gesichtslose so Avatare, einfach damit du andeutest, dass noch andere Leute sind. Man hat aber nicht so das Gefühl, als würde da wirklich ein Supporting-Cast dahinter stehen. Ein Anime, den ich da entgegensetzen würde, wäre beispielsweise Shirobako, wo es darum geht, wie Animes produziert werden, also auch Slice of Life ein Stück weit, aber da geht es eben darum, wie eine Anime-Serie produziert wird. Und da gibt es einen sehr, sehr großen Cast an Figuren, die alle auch eine Beziehung zueinander haben. Und insofern fand ich die Handlung in Wotakoi oder eben auch so ein bisschen sehr eindimensional, weil es immer um diese vier Figuren geht, wie sie sich auf der Arbeit miteinander unterhalten, wenn Narumi und Hirotaka am Abend vorher ein Game-Date hatten, also ein Play-Date heißt es ja, glaube ich, in dem Fall, wenn sie dann abends vor der Wii tatsächlich gesessen haben und gespielt haben. Also der Anime gibt sich wenig Mühe zu verdecken, dass es eigentlich von Nintendo gesponsert ist. Ja. Also da werden Nintendo-Produkte in die Kamera gehalten, wie nichts Gutes. Und auch erwähnt, also ich spiele dann Monster Hunter auf der Switch und haben irgendwelche Wii-Controller in der Hand, das Rad, und reden von Animal Crossing, und da werden also Dinge ganz, ganz flach auch erwähnt, also so ein bisschen so der Nintendo-Anime. Und darüber wird dann eben am nächsten Tag auf dem Büro dann auch geredet und das Ganze nochmal so ausgesprochen. Die reden dann zum Teil nicht miteinander, zeigen sich die kalte Schulter, machen sich dann Sorgen, habe ich was falsch gesagt. So, das sind immer diese vier Figuren, oder wenn sie halt gemeinsam ausgehen, irgendwie in die Karaoke-Bar, noch was trinken gehen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die da passieren. Und mir hat es da so ein bisschen am Umfeld, das wirkte nicht so lebendig. Der Manga erscheint auf Deutsch bei Ultraverse. Ich wäre fast geneigt, da mal reinzugucken, weil ich hörte, also der Anime kam sehr gut an. Der Manga soll um einiges besser sein. Also ich war auch ganz irritiert, dass bei My Anime List hat Wotakoi tatsächlich eine Wertung, also der Anime eine Wertung über 8, was relativ selten ist, und dann kommt die Serie wirklich sehr, sehr gut an. Eine Wertung, die ich auch geben würde, schon mal so vorneweg. Und der Manga soll dann noch mal ein Stückchen besser sein. Und das finde ich schon sehr spannend. Das macht neugierig. Ich fand es wirklich gut. Also ich kenne weniger Animes als du. Auch den Vergleich, den du gerade genannt hast, den kenne ich nicht mal dem Namen nach, glaube ich. Shirobako, das ist das war das, was ich geguckt habe, als du unterwegs gewesen bist. Die Serie, die läuft bei Watchbox. Gerne gucken. Sehr, sehr gute Serie. Okay. Ja. So, hast du ohne mich geguckt. Na gut. Das wusste ich. Ich wollte eigentlich eine Folge gucken. Plötzlich war es abends, die Serie war vorbei. Das passiert ja normalerweise nur mit Chips, oder? Aber dann dauert es nicht bis abends. Nee, das stimmt.
Auf jeden Fall, ich mag das einfach sehr, wie die Serie mit ihren Figuren dann aber umgeht, die sie hat mit den Vieren. Also wie die in ihren Beziehungen, in ihren Unsicherheiten und Sicherheiten charakterisiert werden, wie die auch gezeigt werden, wie sie ihre eigene Beziehung mit der des jeweils anderen Paares vergleichen und sich fragen, ob das so richtig ist oder nicht richtig ist. Und meine Lieblingsszene ist immer noch, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, die war wunderschön. Ich glaube, das war die, als sie im Freizeitpark waren. Mhm. Und Hirotaka irgendwann diese Erkenntnis hat, dass Narumi erwachsen geworden ist irgendwann und er nicht. Und dann gibt's dieses Bild, wo sie erst voreinander stehen, dann blendet der Hintergrund in weiß über und dann siehst du ihn als Jungen, also so die Füße, und sie als Erwachsene. Es ist so, das war ganz, ganz dolle süß. Es ist einfach... Also das, was die Figuren miteinander machen, ist schon niedlich. Also das sind schon Sachen, wo ich zugebe, dass das eine... Also die beiden zusammen eine Entwicklung durchmachen, die Beziehung, die ja aus einem sehr pragmatischen Grund geschlossen wird, wo Hirotaka am Anfang sagt, du findest gegebenenfalls wirklich niemanden außer mir. So, wir kennen uns schon sehr lange, wir sind beides Otakus, das passt eigentlich ganz gut. Also für ihn ist das schon eher so eine Zweckgemeinschaft. Und für sie probiert es dann halt einfach mal aus und dann gehen die eben diese Beziehung ein und die verlieben sich dann ja tatsächlich richtig im Laufe der Geschichte. Und ich glaube, Narumi noch mal stärker als Hirotaka. Wobei der mehr mitbringt vom Anfang her. Ja, ja. Mhm. Also der hat dann so ein eigenes Päckchen, was er dann in die Beziehung auch mit reinbringt und seine Vergangenheit, die so ein bisschen dann auch damit reinspielt. Das wird zum Teil auch aufgedröselt, zum Teil auch nicht. Also man merkt schon, dass sie so alle, auch Kawakura, auch Amachan, also Kawakura und seine Madame, die streiten halt andauernd und zwar richtig heftig. Und das ist also und trotzdem er so gemein zu ihr ist oft und sie auch wirklich anschnauzt und anschreit. Hexe nennt und alles. Alles ja. Ganz schlimm und sie kann eigentlich nichts dafür. Merkst du einfach, wie sehr sie sich lieben. Mhm. Und es gibt so eine Szene, wo die halt beieinander sitzen und sich ganz normal unterhalten und dann kommt, glaube ich, Hirotaka dazu und sagt, wieso streitet ihr nicht? Und dann fangen die an, sich so anzuschreien. So einfach dieses Bild nach außen zu wahren, so ein Stück weit. Ne? Ja, es ist sehr süß. Es ist einfach wirklich vieles Niedliches und ich habe ja nun auch einen Nerd als Freund. Fällt mir dir mal vor? Nein, am Ende spannst du mir den aus. Könnte passieren. Ja. Und da ist einfach vieles drin, so dieses Versunkensein in das, worüber man selber nerdet und sowas. Ich habe das auch, aber bei sich selber beobachtet man das ja nicht mehr so. Nee. Ne? Und das ist einfach schön, das mal so in dieser Außensicht gezeigt zu bekommen. Und es gibt halt diese geniale Szene, wo, ich glaube, Narumi das erste Mal, glaube ich, bei Hirotaka zu Hause ist. Da haben die abends mit mehreren Leuten sozusagen da. Und dann gehen die in sein Zimmer und sie hat, glaube ich, die ganzen Figuren umgedreht. Ja, weil er sammelt so Figuren von Manga-Mädchen oder irgendwie sowas, die riesige Brüste haben. Ja. Und das hat sie nicht. So, also ne, sie empfindet das für sich selber auch immer so ein bisschen als Mangel. Und Hana-chan hingegen sieht aus wie eine von diesen Figuren. Ja. Und dann ist sie kurz alleine in diesem Zimmer und dreht diese ganzen Figürchen mit dem Busen zur Regalrückseite, sodass das nicht mehr ins Zimmer rankt. Und die wollen sich gerade küssen und das im Moment, okay, gleich kommt das. Und dann sieht er das und das unterbricht komplett. Und alles. Die Serie ist halt in solchen Momenten brillant, weil es dann so witzig wird und mit den Erwartungen auch spielt. Ja. So, es kommt eigentlich auch nicht zu dem Kuss, den man haben möchte. Ist ein bisschen enttäuschend, ähnlich wie bei Yuri on Ice, wo es eigentlich nicht so wirklich diesen Kuss gibt, sondern nur was Angedeutetes. So, ich hätte mir einfach wirklich gewünscht, dass man am Ende das Gefühl hat, die sind richtig echt zusammen. Mhm. Und in den Folgen, es waren, glaube ich, 11 Folgen, die es gegeben hat, habe ich den Eindruck am Ende nicht gewonnen, sagen wir es mal so. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich gebe da immer den Bonus, dass ich mich in der japanischen Gesellschaft nicht so gut auskenne, wie da Beziehungen ausgelegt werden, weil das ist sowas, was ich gelernt habe irgendwann mal, dass unterschiedliche Kulturen, selbst wenn sie die gleiche Sprache sprechen, sehr unterschiedlich an Beziehungen rangehen. Das ist prinzipiell richtig. Das hat aber auch immer so ein bisschen was damit zu tun, wie weit geht eine Serie in der Darstellung ein Stück weit. Also es gibt Mangas und Animes, wo dann auch eine Beziehung, also die Grenzen sind da fließend, dann auch dargestellt wird. Und das geht vom einfachen Küsschen bis zum harten Hentai. So, okay. Ne, da hast du, die Grenzen sind da wirklich komplett. Und ein Kuss zwischen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist jetzt nicht so was Außergewöhnliches für einen Anime. Also das ist Wobei ich glaube, dass die Serie, und das macht sie sehr schön in meiner Wahrnehmung, eben eher damit arbeitet, was in der Beziehung
passiert, wenn man sich gerade nicht küsst. Also diese kleinen Aufmerksamkeiten füreinander, dieses Verständnis füreinander, diese Rücksichtnahme aufeinander. Also Hirotaka ist ein ganz rücksichtsvoller Mensch, der ganz viel, also der ist auch immer sehr brutal ehrlich gegenüber seiner Narumi, aber nicht, weil er böse ist, sondern einfach, weil er sagt, naja, so bist du aber halt so. Und ich will dich trotzdem als Freundin haben. Und das sind dann so kleine Aufmerksamkeiten mit Ohrringen und sonstigen und sowas. Wobei ich ihn zum Teil dann auch ziemlich gehässig finde. Es gibt ja diese die Folge von dir angesprochen, schon in einem Freizeitpark. Mhm. Da machen die ja so eine Wette draus, immer wenn die anfangen rumzunörden, müssen die halt Geld in so ein Sparschwein schmeißen. Und also der lässt ihr ja gar nichts durchgehen. Nee. So. Aber sie kriegt am Ende das Sparschwein und darf sich was kaufen. Ja, aber das ist halt auch so ein Ding, wo ich denke so, also ja. Eine respektvolle Beziehung geht auch darum, jemanden sein zu lassen, wie er oder sie ist. Ja. So, und also, die ich weiß, warum sie sich verbiegen, gerade in der Öffentlichkeit, aber er lässt es ihr auch nicht zu. Also das ist so ein sein Rumgenörde, und es gibt ja diese eine Szene, wo er sich, glaube ich, mal ein paar Tage nicht meldet, und sie kommt dann rein und er hat tagelang nicht gegessen, nicht gekocht, nicht geduscht und nur gezockt. Und das lässt sie aber zu, ohne ihn großartig auszuschimpfen, aber er lässt ihr Nerdsein nicht okay sein. Und das ist, glaube ich, so ein Konflikt, den ich bei den beiden, der spielt sich auch ausgelegentlich so, ne? Ja, wobei tatsächlich bei dem Freizeitpark, wenn ich mich da richtig dran erinnere, es war ihre Idee, das als normales Date ohne Otaku-Kram zu machen. Also sie ist die Initiatorin des Ganzen gewesen. Sie hat gesagt, wir nörden da nicht rum und sowas. Und er ist dann derjenige, der sagt, okay, dann machen wir es aber auch richtig. Ja, gut. Aber das also er setzt dann quasi um, was sie fordert. Und ich habe manchmal dann auch so ein bisschen, weil er nicht einsieht, warum sie das fordert. Weil er wesentlich okayer damit ist, ein Otaku zu sein, als sie. Ich glaube, ihr ist es immer peinlicher. Sie will das mehr verstecken in der Öffentlichkeit als er. Ihm ist es ein bisschen egal. Er holt halt um 12 in der Mittagspause seine Switch raus und spielt und setzt sich die Kopfhörer auf. Und es ist ihm alles egal, ob da die Kollegen das sehen oder nicht. Sie ist da wesentlich empfindlicher. Ja, wobei, wenn die abends beim Feierabendbier sitzen in einer Bar, zocken sie halt auch. Also das ist dann so ein Ding, wo ich denke, dann ist es auch nicht konsequent dargestellt. Ja, aber das sind ja nicht die Kollegen letzten Endes. Also das ist ja nochmal was anderes. Ja, so, ne? Also ich glaube, sie will einfach vor ihren Kollegen nicht als Otaku dastehen. Und ihm ist es einfach egal, vor wem er als Otaku dasteht. Und ich glaube, er führt sie da manchmal auch so ein bisschen vor, um ihr zu zeigen, dass es eigentlich albern ist und dass sie sich selber damit einschränkt auch. So dieses nicht dazu stehen, dass sie ein Otaku ist. Können wir über Nao-chan reden? Nao-chan? Nao-chan ist Hirotakas kleiner Bruder. Und, ihr müsst ihn euch mit Katzenöhrchen vorstellen. Ja. Nao-chan ist der Katzenöhrchen-Charakter in dieser Serie. Hirotaka ist, glaube ich, schwarzhaarig, hätte ich jetzt gesagt. Und Nao-chan ist blond. Mhm. Was sowieso schon mal ungewöhnlich ist. Mhm. So, ich meine, gut, Narumi hat pinke Haare. Aber das ist einfach auch dadurch, weil sie die Hauptfigur in dieser Serie ist. Ich glaube, Kawakura ist rothaarig. Und aber so klassisch rot, also so orange-rot, wie man es auch aus dem realen Leben halbwegs kennen würde, sage ich mal. Was natürlich Käse ist, weil JapanerInnen sind in der Regel schwarzhaarig. Das ist richtig. Das ist, aber es ist so ein irisch-rot, sage ich mal. Ja, es ist so ein Anime-Trope, dass man halt eben die Figur noch an der Haarfarbe schnell erkennen kann im Anime. Und Nao-chan ist halt wirklich so blond, süß, sehr jung, ein bisschen naiv. Ganz, ganz niedlich. Ganz, ganz herzlicher Typ und so. Ich hatte sofort so einen kleinen Crush, ein bisschen so. Ich auch. Sehr, sehr, sehr toller Typ und ganz herzlich und erkennt Narumi auch sofort. Und sie muss lange überlegen, wer er ist. Und dann erkennt sie ihn so, du bist der kleine Bruder von Hirotaka und dies und das und bla. Und die kennen sie natürlich auch schon ein paar Tage länger. So. Und der kriegt halt, der arbeitet in einem Coffeeshop, wo die halt immer, der studiert, glaube ich, noch, so war das. Der studiert noch, genau. Arbeitet in einem Coffeeshop, wo die halt immer nachmittags oder in der Mittagspause den Kaffee trinken, so rum. Mhm. Und der wird dann auch irgendwann so in die Gruppe aufgenommen, sondern mit denen auch zocken. Und es gibt so ein oder zwei Folgen, die wirklich in so einer Spielwelt spielen. Ja. Wo die alle so Chibi-Charaktere sind, mit so großen Köpfen und den Rüstungen an aus dem Spiel. Und Nao-chan kann halt überhaupt gar nichts. Und das ist halt auch total witzig, so wie er dann auch daran verzweifelt, dass er an diesem Videospiel nicht mitspielen kann. Und das fand ich interessant. Der lernt halt am Ende, Richtung Ende der Serie, einen Menschen kennen, möchte ich mal sagen. Mhm. Die sich selber als Mädchen identifiziert. Mhm. Es ist aber nach draußen hin gar nicht so deutlich. Es ist sehr androgyn, würde ich sagen. Ja. Ich habe den Namen gerade leider vergessen. Tendenziell als Junge gelesen. Junge gelesen und hat auch den Beinamen Kun am Ende ganz oft. So wie Nao eben Chan genannt wird. Genau. Was ja eigentlich verkehrt rum ist. So ein bisschen verkehrt rum. Also Chan hauptsächlich so für kleine Kinder und
ein Mädchen eigentlich eher benutzt. Mhm. Und Nao-chan lässt den auch mal so 18, 19 sein, ja. So, ne? Der ist schon ein paar Tage älter, so. Aber eben, weil er so niedlich ist und so mhm. knuffig ist und Nao-chans Love Interest wird halt eben auf der Straße mit Kumpel angesprochen, so ein mhm. Stück weit, so, ne? Und irritiert sich, weil ich bin doch eigentlich ein Mädchen, rennt aber auch eher so jungenhaft angezogen rum. Das fand ich interessant und mhm. ich hoffe, dass das in der Zukunft, und wir kommen auch gleich nochmal darauf, wie es weitergehen kann mit Butterkoi, nochmal weiter ausgearbeitet wird. Das oder dann wahrscheinlich auch. Im Manga, keine Ahnung. Das hoffe ich auch. Ganz süß ist tatsächlich auch, wie Nao-chan eingeführt wird, nämlich gar nicht, also man sieht, dass Narumi ihn erkennt und dann kommen Hana-chan und Kawakura in dieses Café und sehen, wie Narumi mit diesem Jungen, den sie nicht kennen, total sneaky irgendwie am Tisch sitzt und kichert und lacht und bla und hast du nicht gesehen. Und die beiden spekulieren, wer das ist, ein Ex-Freund, in den sie jetzt doch verliebt ist und überhaupt, und sie müssen Hirotaka informieren und überhaupt und sowas. Und der kommt dann irgendwann, ist völlig unbeeindruckt, mehr oder weniger. Es ist halt sein kleiner Bruder. So, und dann sind natürlich Hana-chan und Kawakura auch so. Das wird, glaube ich, auch gar nicht erst kommuniziert, dass der Bruder ist, sondern genau. Hirotaka sagt es halt auch irgendwann erst. Ja, ja, genau. Ich mache mir keine Sorgen, dass mein kleiner Bruder so ist. Genau, ne? Genau. Und Narumi hat ihn halt nicht erkannt, weil er sich die Haare blond gefärbt hat irgendwann. Genau, sowas also war das. Wenn Rückblenden sind in die Kindheit von den beiden, hat er auch schwarze Haare. Ja, genau. Und das ist halt auch so süß, weil ich glaube tatsächlich, dass Nao-chan ein wichtiger Charakter ist, um einfach nochmal ein paar Seiten von Hirotaka zu zeigen, die man anders schlechter erzählen könnte in der Serie. Ja, wo man so einen kleinen Bruder als Perspektive auch dabei hat. Genau, genau. Also so zum einen, dass er ein cooler, großer Bruder ist, aber man erfährt eben auch, wie zeitig Hirotaka eigentlich schon in Narumi verguckt war. Mhm. So, über Nao-chan dann. Und auch Narumi erfährt durch Nao-chan von so ein paar Kleinigkeiten, die Hirotaka mehr oder weniger ihretwegen gemacht hat. So. Und es ist so süß. Und Nao ist selber einfach, der ist so ein unfassbar herzlicher Mensch. Also ich würde bei niemandem lieber Kaffee bestellen als bei Nao-chan, glaube ich. Weil der ist einfach, der kann gar nicht unfreundlich sein, glaube ich. Und der macht sich halt auch keinen Kopf, ob sein Gegenüber irgendwie wohlgesonnen ist ihm oder nicht oder was das für ein Mensch ist. Der nimmt Menschen einfach erstmal ganz herzlich auf und so begegnet er ja auch seinem Love Interest dann, weil diese Person immer so einsam am Tisch sitzt, ne, und so ein Spiel vertieft ist und so. Auch und sehr, sehr schreckhaft, würde ich fast schon sagen. Genau. Ja. Und auch immer sofort, also die ersten paar Mal, die Nao anspricht, sofort wegrennt erstmal, so. Und Nao bleibt dann irgendwann sitzen, einfach und guckt zu, wie diese Person spielt. Mhm. So, mit den Kopfhörern auf und so, bis sie dann irgendwann mal mit dem Spiel fertig ist und mitkriegt, da sitzt jemand. Also, ja, ich wollte dich nicht erschrecken und ich habe dich fertig spielen lassen. Ich weiß es von meinem großen Bruder, dass man da nicht unterbrechen darf und so. Hallo, ich wollte mich mal vorstellen. Genau. So. Total süß und einfühlsam und herzlich und großartig. Also, Nao ist echt so. Also, ihr hört gerade, wir empfehlen die Serie gerade in den höchsten Tönen. Ja. Gibt's bei Amazon zu gucken. Lief da im Simulcast und wir haben wirklich dann donnerstagsabends lief die immer, ne? Ja. Haben wir am Rechner gesessen, oh, Butterkoi. Und ich war halt ein bisschen irritiert, weil ich steige ja mit Animes auch gerade erst wieder so richtig ein. Anfang des Jahres mit dem Japanuary sind wir ja so eingestiegen und haben da hat sich dann auch so meine Liebe für Animes so ein bisschen wieder entfacht. Und das war so ein Glücks, ja, wir probieren das mal. So ein Glücksgriff hätte ich jetzt fast gesagt. Weil wir gucken einfach mal rein. Erste Folge ist da, lass mal gucken. Und du sagtest dann auch, du möchtest weiter gucken, relativ deutlich. Und bereut habe ich es auch nicht, auch wenn es so manchmal so ein paar Momente gegeben hat, wo es sich ein bisschen gezogen hat. Wie gesagt, der Manga erscheint bei Ultraverse auf Deutsch. Für mich auf jeden Fall nochmal einen Blick wert, würde ich sagen. Es wird demnächst einen Realfilm geben, wo ich sehr gespannt darauf bin. Denn ich habe mich neulich mal informiert, wie groß die Chancen sind grundsätzlich für eine zweite Staffel. Und sollte der Manga sollte Manga nicht besonders gut laufen, wird oft eine Serie produziert, um den Manga zu bewerben, weil die Manga-Industrie in Japan das ist, was die Comic-Industrie in Amerika gerne wäre. Das ist ein riesiges Ding in Japan. Also die machen da richtig viel Umsatz. Mhm. Und eine Anime-Serie, das kommt bei uns oft anders rüber, weil Serien hier so im Fokus sind, ist im Grunde genommen eher Merchandise zum Manga. Mhm. Deswegen halte ich zumindest aus meiner Perspektive, mit meinem Kenntnisstand über die Industrie, eine Fortsetzung in Anime-Form erstmal für unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber für unwahrscheinlich. Die Tatsache, dass es aber eine Realverfilmung geben wird, stimmt mich da schon wieder positiv. Das heißt, wir werden die Figuren auf jeden Fall nochmal sehen. Ja. Also da würde ich mich wirklich drüber freuen. Das sind also Figuren, die mir über die 11 Folgen Laufzeit sehr ans Herz gewachsen sind. Ja. Sind sie wirklich. Hab da auch nichts mehr zu sagen. Es ist einfach schön, guckt es. Das finde ich schön. Dann haben wir
zwei Empfehlungen und Klo und Deckel. Ja. Ja, man sagt ja auch, auf jedes Klo passt ein Deckel, ne? So ähnlich. So ähnlich, mein Schatz. Naja, den konnte ich gerade nicht unterbringen, hatte ich vergessen zu sagen. So, jetzt habe ich den Witz auch gemacht, aber jetzt hat die Folge auch ihren Titel. Genau. Ja. So. Naja, nachdem ich vorhin schon Clubhouse statt Klopause verstanden habe. Willkommen bei Mickys Klopause. Das soll es gewesen sein für heute. Ja. Ich habe anmoderiert, du musst abmoderieren. Ich muss abmoderieren. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns das nächste Mal, glaube ich, mit dem Digimon-Thema weiter. Da habe ich den Zavex vom Neko-Café hier zum Gast. Da bist du dann vielleicht dabei, das müssen wir nochmal klären. Mhm. Wenn deine Eltern dann vielleicht weg sind, keine Ahnung. Gucken wir mal. Und ihr habt oder kriegt demnächst nochmal die Folge vom Podstock zu hören. Ich weiß nicht, wie das aktuell jetzt läuft, ob die Folge jetzt vor oder nach der Podstock-Folge ausgestrahlt worden ist. Aber gegebenenfalls habt ihr die schon gesehen oder bekommt sie noch zu sehen und zu hören. Vielleicht habt ihr da schon eine Meinung zu. Sagt doch mal Bescheid. Ja, das war's. Wiedersehen. Auf Wiedernerd.